fangen wir an mit Loop Hero heute. Das ist ein Spiel, das wollte ich euch unbedingt mal zeigen, denn das habe ich gestern, oder? Nein, doch. Gestern habe ich es mir, glaube ich, geholt. Ja, genau. Und bin ganz schön hängen geblieben, weil es einfach super ist. Super suchterregend, super spaßig, super unterhaltsam und eine geniale Idee. Doofkopf, hi, danke fürs Subscriben. 25 Monate am Stück. Hallo, T-Bone@K oder so. Hi. Genau, Loop Hero ist wirklich ein ziemlich geniales, ziemlich schönes Spiel, das sehr schön zeigt, dass immer noch wirklich Innovation möglich ist, wenn man nur clever rangeht und im Grunde altbekannte Spielmechaniken ganz neu arrangiert und ganz neu kombiniert und was ganz Neues draus macht. Wirklich cool. An alle, die das jetzt auf YouTube sehen, erkläre ich vielleicht ganz kurz. Dieses Video ist wahrscheinlich wesentlich länger als alles, was ihr bisher im Let's Play oder Stream mit Mitschnittformat so gewohnt wart. Das liegt einfach vor allem daran, dass YouTube wieder ein paar Kleinigkeiten verändert hat, die den Upload wieder ein kleines bisschen langwieriger und komplexer machen. Das hat sich über das letzte Jahr jetzt quasi verändert, die Uploads auf YouTube ganz stark. Und mittlerweile ist für einen einzelnen Upload sehr viel mehr Aufwand notwendig, als das noch vor einem Jahr ungefähr war. Deswegen gehe ich jetzt dazu über, dass ich eher weniger sehr lange Videos hochlade. Also auch die Let's Plays werden länger, aber dafür halt nicht mehr täglich zum Beispiel. Das ist jetzt, glaube ich, so mal der Ansatz, den ich damit verfolge. Und da schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Deswegen wundert euch nicht, wenn dieses Video jetzt irgendwie 3 Stunden lang wird oder so. Könnte gut sein. Dafür kommen dann die nächsten Tage wahrscheinlich keine. Tja, nur dass ihr Bescheid wisst. Hi, Mr. Hawkeye. Sodala, Loop Hero. Fangen wir mal an. Starten wir mal ein neues Spiel. Schauen wir uns einfach mal die Intro-Cutscene an und die Anfangsdialoge. Und dann... T-Bone, dankeschön für die Bits. Und dann erkläre ich, während wir das Spiel spielen, so ein bisschen, was da eigentlich los ist, worum es geht und warum es so cool ist. So, Select Save Slot. Ich hoffe, das funktioniert so jetzt auch. Ah ja. Perfekt. Hallo, Satoru. Wie geht's? Start. Oh, wartet mal ganz kurz. Jetzt muss ich das doch noch mal schnell überspringen und neu starten. Ich habe vergessen, die Sprache zu verändern, ne? Wenn schon, denn schon. Sodala. Wenn ich jetzt verlassen drücke, ist es ganz weg, ne? Na, super. Windows will mich natürlich auch gerade passend unbedingt zum Neustart zwingen. Perfektes Timing. So, aber jetzt. Los geht's. Jetzt aber wirklich. Die Sterne im Himmel verlöschen, einer nach dem anderen. Doch niemand bemerkt es, niemand kann es verhindern. Ich eile an den letzten Ort, an dem es noch Hoffnung gibt. Ich muss es schaffen, bevor es zu spät ist. Der Lärm des Todeskampfs wird schnell verklingen. Die Welt, selbst die Erinnerung an sie, wird vernichtet. Und obwohl keinerlei Chance besteht, das alles zurückzubringen, gibt es immer jemanden, der bereit ist, das Unmögliche zu versuchen. Hallo, Sakura Kai. An einem Ort ohne Raum, ohne Zeit, ohne Erinnerungen.
Ich hab's mir gestern gekauft, witzigerweise, und dachte mir gleich, verdammt, das müssen wir am Dienstag streamen, das muss ich euch zeigen. Hey, danke, T-Bone, das freut mich, dass dir die Videos auf YouTube gefallen. Genau, deswegen spiele ich auch's heute, damit ich's ein bisschen zeige und erklären kann auch. Ich hoffe, nach dem Stream bist du klüger, genau, bist du der Kaufentscheidung näher oder auch nicht, je nachdem. Aber auf jeden Fall informierter. Nee, das ist gut. Das ist gut, Satoru. Du musst das Spiel gar nicht kennen. Ich erkläre es eben. Okay. Wo bin ich? Außer diesem Weg kann ich nichts sehen. Mein Kopf bringt mich um. Ich erinnere mich nur an ein Skelett mit einem Stab im Himmel. Diese Dunkelheit kommt von ihm. Hat der Kerl die ganze Umgebung zerstört? Hier nur herumzustehen, wird mich nicht weiterbringen, schätze ich. Okay, jetzt geht das Spiel quasi los. Im Endeffekt ist das Einzige, was ich jetzt machen kann, das Spiel zu starten. Wir sind jetzt quasi im Pausenmodus, im Planungsmodus. Und ich drücke jetzt quasi die rechte Maustaste oder die Leertaste, je nachdem, was einem lieber ist. Und dann beginnt unser Held, die Umgebung zu durchsuchen. Hoffentlich finde ich irgendeine Unterkunft, bevor die Nacht anbricht. Falls es so etwas wie die Nacht ohne einen Himmel überhaupt noch gibt. Also, es gibt ein Tag-Nacht-System. Das stimmt nicht ganz, es gibt nur ein Tag-System. Ein Tag dauert so lang, bis die obere Leiste, da oben, wo die Sonne ist, da wo im Stream jetzt Dauerwerbesendung drüber steht, wenn die Leiste einmal voll ist, ist ein Tag vorbei. Das ist eine wichtige Zeiteinheit, die immer wieder mal... Das erkläre ich, wenn es soweit ist, nur dass ihr es wisst. So, unser erster Gegner. Ein lebendiger Schleimklumpen. Ziemlich nervig. Die Dinger verdauen einfach alles, was sie kriegen. Hey, ich habe mich an dieser Kreatur erinnert. Vielleicht muss ich nur meine Erinnerung auffrischen, um alles... Und alles wird wieder normal. Okay, auch die Kämpfe, genauso wie das Erkunden, laufen in dem Spiel komplett automatisch. Im Endeffekt ist es, wenn ich es zusammenfassen sollte... möglichst knapp ein Deckbuilding-Roguelite mit Strategie, also mit RPG-Elementen ein bisschen, aber auch so Strategie-Elementen, die fast schon an einen Siedler von Catan oder sowas erinnern. Zu dem kommen wir. Jetzt lassen wir unsere Heldin erstmal den Schleim verhauen. Es ist schwer, mit bloßen Händen zu kämpfen, aber ich glaube, in den Überresten dieses Dings ist eine noch nicht ganz verdaute Waffe. So, dieser Schleim hat jetzt zwei Sachen gedroppt für uns, die wichtig sind fürs Abenteuer. Nämlich hier ein altes, rostiges Schwert, das 4 bis 6 Schaden macht. Das rüsten wir unserer Heldin gleich mal aus. Ich meine, mich zu erinnern, dass in der Nähe ein Wäldchen war. Sind das überhaupt meine Erinnerungen oder stammen sie von diesem Schleim? Und wir haben eine Erinnerung bekommen, eine Erinnerung an einen Hain. Ich lese mal die Beschreibung vor. Sanftes Blätterrauschen, das Knacken eines trockenen Astes und das Gefühl, beobachtet zu werden. Bringt alle 2 Tage einen Rattenwolf hervor. Der Wolf kann sich auf einem Angriffsfeld... Was? Kann sich auf ein angrenzendes Feld... Ja, da fehlt ein Leerzeichen. Bewegen. Okay, genau. Jetzt haben wir diesen Hain. Unsere Heldin hat sich erinnert an den Hain. Und den können wir jetzt irgendwo platzieren, weil das hier ein Tutorial ist, müssen wir den Hain hier platzieren. Okay, dann setzen wir unsere Reise fort. Hallo Neuromancer, Pixelart vom Feinsten. Ich finde auch diesen Pixel-Stil in dem Spiel sehr schön. Das ist wirklich sehr schöne, sehr retro. Auch das Sounddesign finde ich auch super. Gefällt mir total gut.
Ein Waldrattenwolf. Ich hatte recht. Eine kleine psychische Belastung, ein paar farbenfrohe Bilder und ein wenig Adrenalin. Schon vergisst man alles wie einen schlechten Traum. Oder erinnert sich daran wie an einen schlechten... Verdammt. Gut, dass mir niemand zuhört. So, der Rattenwolf hat jetzt eine neue Waffe fallen lassen. Einen Speer. Der macht zwar nur genauso viel Schaden, gibt uns aber eine 10%ige Konterchance. Gleichzeitig haben wir neue Erinnerungen, nämlich die Erinnerungen an Felsen und die Erinnerungen an einen Wald. ein dichter Wald. Niemand weiß, wer oder was darin lauern könnte. Das macht dich ein bisschen nervös. So, wenn wir diesen Wald jetzt irgendwo platzieren auf dieser Karte, dann kriegt unser Held permanent plus 1% Angriffstempo. Deswegen pflanze ich den jetzt einfach mal hier hin. Gleichzeitig haben wir gerade gesehen, dass was Kleines hier oben in unsere Tasche gewandert ist. Nämlich ein stabiles Holz. Wir sammeln quasi durch das Wiederauferwecken der Welt, durch das Erinnern an die Welt auch Ressourcen, die später noch wichtig werden. Aber das mal nur so nebenbei jetzt erwähnt. So, außerdem haben wir noch die Felsen. Sein überwältigender Anblick verleiht dir Kraft. Plus 2 TP, plus 2 weitere TP für jeden angrenzenden Fels oder Berg. Also Felsen und Berge zusammenzubauen macht quasi Sinn. Aber wir haben bis jetzt nur einen Felsen. Ich platziere den mal neben unserem Wald. Und jetzt hat sich unsere maximale Energie quasi ein kleines bisschen erhöht, dadurch, dass wir uns an die Felsen erinnert haben. Na schön. Da drüben war also ein Berg und hier ist ein Wald. Die Welt ist so gut wie neu. Die Steine und Zweige in meinem Rucksack sind ein untrügliches Zeichen dafür. Genau. Einige Aktionen bringen uns Ressourcen ein, wenn man eben so Wäldchen platziert beispielsweise oder eben auch zu, wie zum Beispiel diesen Hain durchquert, die auf dem Weg liegen. King of Felix, danke fürs Abonnieren. Ah, da ist der Abonnentenstern neben das Glas gefallen. Nein! Das Glas ist toll. Okay. Also, wir haben bis jetzt quasi einen Stein. Einen bewährten Stein. Offenbar unberührt von Fluch des Lichts. Moment mal. Das ist so klein. Ich kann es wirklich kaum lesen. Offenbar unberührt vom Fluch des Lichts. Und daher trotz der Formlosigkeit der Welt zum Bauen geeignet. Und dann haben wir noch stabiles Holz. Ein Holzklotz, der irgendwie trotz des allgemeinen Chaos seine strukturelle Integrität bewahrt hat. Ich finde krass, dass manche Spieler in der Demo-Version schon über 200 Stunden gesammelt haben. Zu dem Spiel, schreibt Sakura gerade, kann ich mir gut vorstellen. Okay, dann gehen wir weiter. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Ein Loop ist abgeschlossen. Im Lager werden wir immer wieder ein bisschen geheilt, aber unsere Reise ist noch lange nicht vorbei, weil je öfter wir den Weg gehen, desto mehr Erinnerungen können wir sammeln und desto kompletter und vollständiger wird die Welt wieder. Und wir finden natürlich auch mehr Loot für unseren Helden. Ich glaube, es wird Zeit, sich ein wenig auszuruhen. Na gut, im Tutorial sind wir jetzt doch fertig anscheinend. Wenn wir einmal eine Runde abgeschlossen haben, erfolgreich ohne zu sterben, können wir uns zurückziehen für dieses Mal. Wenn wir unser Lager aufschlagen und nehmen die Ressourcen, die wir gefunden haben, jetzt eben ein Stein und ein Holz mit. Ich mach das jetzt auch mal. Hier ist es kalt und dunkel. Ein Feuerchen kann beide Probleme lösen. Tja, bauen wir mal ein Lagerfeuer.
Mit den Ressourcen, die wir gesammelt haben, ist es genau gerade so möglich. Sonst wäre es auch ein komisches Tutorial, wenn es nicht so wäre. Gut, Glückwunsch. Du hast diese nervige Einführung abgeschlossen. Ach, so nervig finde ich die gar nicht. So, jetzt brauchen wir Ressourcen, die wir sammeln müssen, damit wir mehr bauen können. Aber dazu müssen wir natürlich noch mehr Expeditionen starten. Auch hier haben wir momentan noch nicht viel zur Auswahl. Das Spiel wird sehr komplex, wirklich. Aber momentan ist alles ganz chillig und simpel. Und ja, starten wir einfach mal die nächste Expedition, würde ich sagen. Jetzt geht das Spiel quasi, glaube ich, so richtig los zum ersten Mal. Dieser Weg, alles ist verkehrt, aber ich erinnere mich. Er wirkt wie ein völlig anderer Ort und er ist wieder leer. Aber haben meine Taten irgendeine Bedeutung? Als hätte ich eine Wahl, falls ich aufgebe und heulen muss, um die Welt zu retten, bin ich der schlechteste Retter aller Zeiten. Legen wir los. So, der erste richtige Gegner, ein Schleim. Der Schleim ist besiegt und wir kriegen einen Hain. Und den Hain werde ich jetzt einfach mal hier platzieren. So. Das heißt, hier spawnen jetzt diese Rattenwölfe, die wir aus dem Tutorial kommen. Unser Held kann aber beim Durchqueren des Hains ein paar Ästchen sammeln, was ziemlich nützlich ist. Gehen wir mal weiter. Und wir haben noch einen Hain. Dann vergrößere ich einfach den Hain, den wir schon haben. Das kann man eigentlich, glaube ich, machen, wie man will. Das macht, glaube ich, nicht wirklich einen Unterschied. Ich sortiere die Sachen einfach immer gern. Ich will ja auch eine schöne Umgebung haben, an die sich mein Held erinnert. So, der nächste Schleim. Oh, der hat zwei Ringe fallen lassen. Zwei Stufe 1 Ringe, zwei gewöhnliche Ringe, nichts Besonderes. Entweder machen wir plus 2 Magieschaden oder wir erhöhen unsere Verteidigung. Nehmen wir mal plus 2 Verteidigung, aber eigentlich ist es wurscht. Die Sachen, die wir hier im Inventar haben, die werden auch noch wichtig. Also viele Objekte zu sammeln macht durchaus Sinn. Außerdem haben wir Felsen gefunden. Die platziere ich jetzt einfach mal hier. Dadurch kriegt unser Charakter jetzt plus 2 TP. Mehr jetzt momentan nicht, aber immerhin 2 mehr Lebensenergie. Im Hain haben wir 2 Ästchen gefunden. Der nächste Schleim wird verprügelt. Kann man nicht prinzipiell mehr als einen Ring tragen? Ja, das alte Rollenspiel-Dilemma. Schon komisch. Aber Rollenspielhelden können in der Regel nur einen, je nach Spiel, manchmal auch 2 Ringe tragen. Aber aus irgendeinem Grund nie 10. Oder theoretisch 40, weil, mein Gott, stopft halt mehrere Ringe auf einen Finger. Aber ich schätze mal, die Magie, ne, hebt sich auf oder der Körper kann es nicht ertragen, wenn man zu viel magische Ringe trägt. So, jetzt haben wir einiges gefunden. Erstens ein Berg. Den Berg platziere ich jetzt mal neben dem Felsen. Denn erstens braucht der Fels ja andere Felsen oder Berge, damit er stärker wird, damit er uns mehr maximale Lebensenergie bringt. Und zweitens gilt für den Berg was ganz Ähnliches. Gleicht einem Felsen nur richtig groß. Plus 5 TP für jeden angrenzenden Felsen oder Berg. Also die Berge bringen im Gegensatz zu den Felsen alleine gar nichts, aber in Kombination mit anderen Felsen oder Bergen sind ziemlich gut. Unsere maximale TP steigt stetig, das ist gut. Außerdem haben wir eine Laterne, ein kleiner Lichttupfer in der düsteren Welt, senkt die maximale Anzahl von Monstern auf angrenzenden Feldern. Die Effekte von Laternen stapeln sich. Der Held hat bestimmt eine Silber- oder Goldallergie, schreibt Sakura. Ja, wahrscheinlich, deswegen kann er nicht so viele Ringe tragen. Also, normalerweise können auf jedem Feld 4 Monster spawnen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann sogar noch ein 5. erscheinen. Mit der Laterne können auf manchen Feldern, die beschienen werden, nur noch 3 quasi spawnen. Ich setze einfach meine Laterne hin und gleichzeitig das Vampirschloss, an das wir uns erinnert haben, gegenüber von der Laterne, damit es ein bisschen abgedämpft wird.
Also, Vampirschloss. Hungrige Augen folgen durch Löchern im Dach jeder deiner Bewegungen. Fügt Kämpfen auf angrenzenden Feldern Vampire hinzu. Na dann. Schon langsam wäre eine Waffe nett, Schleim. Hast du nicht so eine alte, rostige Axt irgendwo in dir drin? Hey, tatsächlich. Eine Axt. Mit 4 bis 6 Schaden, warum nicht? Und auch noch eine halb verdaute Rüstung. Also die heißt einfach nur Rüstung. Das halb verdaut habe ich mir dazu gedacht. Maximale TP plus 99. No, da sage ich nicht nein. Hauen wir uns noch ein bisschen durch die Schleims. Oh, ich habe ganz übersehen, dass wir auch eine Karte bekommen haben. Ein neuer Ring. Rundumschlag. Damit greifen wir quasi mehrere Feinde gleichzeitig an. Aber das, ich bleibe jetzt mal bei plus 2 Verteidigung. So, wir haben außerdem eine Schatzkammer bekommen. Das ist ein ganz wichtiges Element für die Weltgestaltung. Die dicken Mauern schützen alle Arten von Reichtümern vor Dieben und früheren Besitzern. Gewährt eine zufällige Ressource, wenn etwas auf einem angrenzenden Feld platziert wird, kann nicht angrenzend zu etwas errichtet werden. Also, ich stelle das Ding jetzt hier auf. Und jetzt sollte ich das möglichst mit Felsen und anderen Objekten umringen, damit ich Ressourcen kriege, die wir mitnehmen können für unser Lager. So, außerdem haben wir noch einen Hain. Machen wir unseren Hain größer und ein Spinnenkokon. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Aber ich baue das trotzdem mal hier hin. Eine seidige Bastion achtbeiniger Jäger bringt einmal am Tag auf einem angrenzenden Feld eine Spinne hervor. Na dann. Puh, der Schleim, da haben wir uns an viel erinnert. Durch das Töten des Schleims. Zum Beispiel an einen Friedhof. Ein Ort für die Toten und gelegentlich für manche Lebenden bringt alle 3 Tage ein Skelett hervor. Bauen wir mal hier hin. Dann haben wir einen Felsen, den platziere ich jetzt hier. Jetzt haben wir aus der Schatzkammer eine Ressource bekommen und gleichzeitig haben wir die Synergie zwischen Berg und Fels genutzt. Und mit Vergessen können wir Sachen vergessen. Wenn ich jetzt sage, auf dem Feld hier sind echt viele Gegner, da habe ich Angst, vergessen wir das Feld einfach und vergessen die Gegner darauf. Und dann ist wieder einfach nur leerer Weg vor uns. Die heben wir uns mal auf, die ist vielleicht wichtig, momentan brauchen wir sie nicht. Ein Weg von der Magie des Lichts, ein wenig von der Magie des Lichts, lässt alles gänzlich in Vergessenheit geraten. Löscht erinnerte Felder, löscht Monster vom Weg. Okay, weiter geht's. So, jetzt haben wir unseren ersten Vampir. Dann vergesse ich jetzt meine Hausaufgaben. Wenn du Lichtmagie hättest, würde das funktionieren. Dann hätten die nie existiert, die Hausaufgaben, wenn du sie vergisst. Das wäre schon praktisch damals gewesen, ne? So, Vampir. Verschwinde, Mensch! Ein Vampir? Wo befindet sich dein Land? Falls deine Bauern Hilfe brauchen, möchte ich diese gerne anbieten. Kein Land mehr. Keine Herde mehr. Nur hunderte von Jahren der Leere. Und hunderte von Jahren des Hungers. Rette dich, solange es geht. Ich weiß nicht, wie lange ich einen klaren Kopf bewahren kann. Von welchen hunderten von Jahren redest du? Dein Verstand ist leicht auszutricksen, mein Hunger jedoch nicht. Er verlangt seinen Anteil. Jeder Schluck, jeder Blutstropfen wird ihn lindern. Ich bin zu schwach, aber du kannst mir helfen und ich werde diese zerfallene Welt in Ordnung bringen. Genau, ich tue das nicht für mich, sondern für alle im Namen des Guten. Also sei dankbar für meine harte Arbeit und lass mich dich einfach aussaugen. Machen wir aber nicht. Habe ich beschlossen. Hat unsere Heldin allein beschlossen. Ich kann es nicht mal beeinflussen. Vampire besaßen oft unsere Länder. Sie sorgten für Frieden und halfen unseren Siedlungen zu gedeihen. Doch so geht das nicht.
Sie sind nur blasse Schatten ihrer früheren selbst, körperlich wie geistig. Anscheinend kann das Blut anderer Kreaturen sie nicht ernähren. Das mit dem Hunger war kein Scherz von ihm. Selbst diejenigen, die in seiner Nähe stehen, sind von der Kraft erfüllt, anderen das Leben zu entziehen. Genau, die Vampire haben quasi eine Aura und alle anderen Gegner, ne, die mitten im Vampir zusammen angreifen, können auch plötzlich Blut saugen. Wir haben eine Rüstung bekommen, eine bessere, hoffe ich. Die ist zwar von der maximalen TP ein bisschen schlechter, aber wir kriegen ein bisschen mehr Verteidigung. Her damit. Und ein Schild. Verteidigung und Rundumschlag nehmen wir. So, vergrößern wir unseren Heim. Bauen wir eine Wiese neben die Schatzkammer. Ist gleich ein Tipp. Ein Pro-Tipp. Nee, ist eigentlich ein Anfänger-Tipp. Die Wiesen, wenn man die einfach so platziert, dann regeneriert der Held jeden Tag 2 TP pro Wiese. Wenn man die Wiesen allerdings an einen Felsen oder eben die Schatzkammer baut, wird daraus eine blühende Wiese und dann regeneriert der Held 3 TP. Oder die Heldin besser gesagt, statt 2. Die blühende Wiese. Blumen bekommen ein Gefühl für die Welt und blühen mit angenehmem Duft. Okay, weiter geht's. Was hat denn der Vampir da gehabt? Ein halbierter Zweihänder. Ist es dann nur noch ein Einhänder oder ein Zwei-Halbhänder? Macht genauso viel Schaden, aber wir regenerieren pro Sekunde 0,6 Lebensenergie. Das ist sehr gut. Außerdem haben wir noch eine Schatzkammer, die wir wieder mit anderen Sachen umringen müssen. Das machen wir jetzt auch mit Wiesen und Felsen. Wobei ich immer versuche, mit den Felsen die Synergien zu nutzen, natürlich, dass die angrenzend an andere Felsen gebaut werden. Weiter geht's. So, erste Runde geschafft. Wir sind in unserem Lager, aber wir gehen natürlich noch nicht nach Hause diesmal. An unser Lagerfeuer, diesmal drehen wir noch eine Runde. Spinne, Schleim, naja, los geht's. Ein Ring. Regeneration pro Sekunde nehme ich statt Verteidigung. Machen wir. Regeneriert die Wiese zwischen den Schatzkammern jetzt 4 HP, fragt der Zakorak. Nein, trotzdem nur 3 HP. Das ist quasi einfach nur, dass eine Wiese bei mindestens einem angrenzenden anderen Feld zu einer blühenden Wiese wird. Aber die hat keine Synergieeffekte, wenn mehrere Objekte um die Wiese rum sind. Anders als bei den Bergen. Die Wiesen sind da ein bisschen simpler als die Berge. Die blühen entweder oder nicht. So, da haben wir noch einen Berg. Ich würde jetzt fast gerne... Na okay, umringen wir erstmal die Schatzkammern. Okay, das brauchen wir nicht unbedingt. In den Hainen sind jetzt schon einige Rattenwölfe gespawnt. Aber ich glaube, das kriegt unser Held schon hin. Zwei Berge. Das ist gut. Netter Rattenwolf. Oh, ein Level 3 Schild. Ist im Grunde einfach nur eine bessere Version von dem Schild, das wir sowieso schon haben. Mit mehr Verteidigung und mehr Rundumschlag. Wichtig ist beim Ausrüsten, dass die alten Objekte verschwinden. Die kommen nicht wieder zurück ins Inventar. Man sollte sich also gut überlegen, auch weil das Sinn macht, wenn sich das Inventar füllt. Es ist, glaube ich, so ziemlich das einzige Spiel, das ich kenne, wo es gut ist, wenn kein Platz mehr im Inventar ist. Aber gut. Und hier haben wir noch einen Ring. Ja, den nehmen wir trotzdem. Ich habe zwar gerade am Anfang immer gern Regeneration pro Sekunde, aber den opfere ich jetzt mal für Rundumschlag und vor allem 5 Verteidigung. Weiter geht's. Ach, die Berge hätte ich noch platzieren können, ne? Naja, die laufen uns nicht weg. Jetzt hätten wir eine Stufe 3 Axt, die wesentlich mehr Schaden macht, aber dann verliere ich die Regeneration pro Sekunde. Ich glaube, in dem Fall lasse ich es jetzt mal. So, ich platziere mal noch eine Wiese. Berg.
noch einem Berg. Die Schatzkammern müssen wirklich einmal komplett umrundet sein, auch an den Ecken. Nicht nur kreuzförmig, wie man vielleicht meinen könnte. So, noch eine Wiese. Ein Schild, das brauchen wir nicht. Den Felsen packe ich jetzt mal hier hin. Ja, zwar der Fels leider eigentlich keine Synergiewerte, aber eine Wiese wäre hier quasi verschwendet, weil die dann nicht zu einer blühenden Wiese würde. So, in der Schatzkammer haben wir jetzt super viele Ressourcen bekommen. Das ist ziemlich gut. Die kleinen Zweige hier werden, wenn man die sammelt, zu Hölzern. Aus irgendeinem magischen Grund. 12 Zweige werden zu einem stabilen Holz. Genauso wie 10 Kiesel zu einem Stein werden. Außerdem haben wir hier noch Metallschrott, Nahrungspakete und merkliche Änderungen. Aha, 20 Änderungen bilden einen Metamorph, eine Metamorphose. Genau, na gut. Was, wie weit bin ich bei meinem Dungeon? Bei welchem meinst du denn? Hallo, Desert Railgun. So, jetzt passt auf. Jetzt haben wir hier noch einen Berg. Den baue ich jetzt mal hier hin. Puh, ein Vampir. Ich traue mich jetzt mal, das Vampirgebäude hier zu unseren Hainen zu bauen. Dann haben wir bald hier lauter Rattenwölfe mit Vampirunterstützung. Das ist gefährlich, aber bringt natürlich auch guten Loot, wenn wir die alle weghauen. Und die Vampire spawnen nur, wenn im Einzugsgebiet der Vampirvilla, des Vampirschlosses, auch wirklich andere Gegner sind. Deswegen ist so eine zuverlässige Gegnerquelle wie die Haine schon ganz gut. Aber macht es natürlich auch schwer. Okay, wo sind wir denn? Hier sind wir. Dann weiter zum Schleim. Ach, die Waffen. Wir haben ja auch noch Waffen. Das schauen wir auch gleich. Ja, ich mag den Soundtrack des Spiels auch gern. Sehr stimmungsvoll und ziemlich cool. So, der Speer ist grundsätzlich besser mit einer Konterchance. Oder aber das gelbe Schwert, das ist viel seltener, ist ein bisschen stärker, regeneriert 0,6 Energie pro Sekunde und wir machen noch zusätzlich Magieschaden. Nehmen wir das Ritualschwert in Gelb. Sehr schön. Das war gut. Der Schleim war gut. Jetzt können wir nämlich hier unten die letzte Schatzkammer plündern. Und jetzt haben wir auch gesehen, dass alte Objekte, die hier unten aus der Liste rausfliegen, quasi in Einzelteile zerlegt werden. Und somit quasi zu unseren Rohstoffen werden. Deswegen ist es wichtig, sich das wirklich aufzufüllen, weil das ganze alte Zeug dann quasi aufgespalten wird, zerlegt wird. Und das ist ziemlich nützlich. So, jetzt haben wir ein Schild. Das ist zwar ein Level niedriger als unser Schild, aber dafür ein Artefaktschild, also ein sehr seltenes Schild, ein hochwertiges. Das heißt, es hat zwar weniger Verteidigungswert, aber dafür ziemlich viele gute Boni-Attribute. Deswegen nehmen wir das. Und außerdem, sieht man das mit dem Glas eigentlich? Das geht, oder? Und außerdem haben wir hier noch ein Streitkolben, den wir, ja, den wir benutzen. Er ist ähnlich wie unser Ritualdolch, war ein bisschen stärker, aber passt schon. Sodala. Und jetzt baue ich hier oben an unserem schönen Gebirge weiter. Und hier unten noch ein paar Wiesen. Und wir haben noch ein Signalfeuer. Ach so, warte mal. Signalfeuer ist was anderes, ne? Das hatten wir noch gar nicht. Signalfeuer. Ein nutzloser Orientierungspunkt in einer ziellosen Welt. 40% Bewegungstempo für in seiner Reichweite und plus 20% Angriffstempo für alle Einheiten. Den baue ich jetzt einfach mal hier hin. Ehrlich gesagt, bin ich mir bei diesem Leuchtfeuer, bei diesem Signalfeuer immer nicht ganz sicher, aber ich glaube, der macht einfach nur alles schneller. Alle greifen schneller an, unser Held bewegt sich schneller und das war's eigentlich. Insofern ist das eher so ein Utility
Item, das aber nicht wirklich einen Vorteil bringt. Geben legendäre Items auch mehr Materialien beim Zerlegen? Ich denke schon, aber ich muss das mal nochmal genau beobachten. Da bin ich mir nämlich nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube aber schon. Aber das werden wir rausfinden. Da achten wir mal drauf. Das ist oft gar nicht so leicht zurückzuverfolgen, was jetzt von was genau gekommen ist. Weil im Endeffekt hat man einfach hier seine Liste. Und irgendwelche Dinger fliegen hoch und da verliert man schon mal den Überblick, was eigentlich was ist und was bringt. Okay, wieder ein Loop geschafft. Wir könnten uns zurückziehen, aber momentan sehe ich noch keinen Grund. Es ist aktuell noch ziemlich leicht. Hier oben sehen wir auch, dass das Loop-Level steigt. Das Gegner-Level pro Loop steigt. Ah, das seht ihr jetzt gerade nicht. Im Stream zumindest. Wartet mal. So, weg mit dem Logo. Jetzt. Unser Loop-Enemy-Level ist jetzt nämlich gerade auf 3. Pro Loop werden quasi die Gegner auch stärker und stärker. Und mehr natürlich auch. So, ein Goblin-Lager. Das habe ich jetzt gar nicht erklärt, ne? Dadurch, dass wir so viele Felsen gebaut haben, ist ein Goblin-Lager auf der Map erschienen. Zufällig. Das passiert, wenn man einfach eine gewisse Anzahl von Felsen und Berge gebaut hat. Okay, halt! Wo ist denn dieser Goblin hergekommen? Ich erinnere mich nicht. Mich an euch zu erinnern. Wir erinnern selbst. Jetzt her mit alles, was du hast. Ah, ihr habt keine Ahnung, was vor sich geht, oder? Warum helft ihr mir nicht erst einmal, die Ordnung auf dieser Welt wiederherzustellen? Danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Goblin müssen rauben! Keine andere Ordnung auf Welt. Also gut. Dagegen kann ich wohl keine gültigen Einwände erheben. Oh, warte. Einen habe ich doch. Wie wär's damit? Eigenartig, dass diese Kreaturen von sich aus hier erschienen sind. Vielleicht ist alles nicht so schlimm und die Welt versucht, sich selbst wiederherzustellen. Oder nicht einmal die Apokalypse reicht aus, um manche Plagen loszuwerden. Sodala, wir haben einen Stufe 4 Ring gefunden. Ein Artefaktring, der ziemlich gut ist. Angriffstempo plus 4, Ausweichen 8%, Vampirismus 8%. Das heißt, wir heilen 8% des zugefügten Schadens. Das ist immer gut. Weiter geht's. Sodala. Ein Feld, den ich hier platziere. Schwert, das wir nicht brauchen können. Und ein Friedhof. Ja, den platziere ich hier unten bei dem anderen Friedhof. Machen wir eine Friedhofstraße. Ein Skelett. Skelette sind ziemlich robuste Gegner in dem Spiel. Die können unter Umständen echt gefährlich werden. Bis jetzt noch nicht. Ein noch seltenerer Artefaktring. Angriffstempo ausweichen, Vampirismus. Ja, ist fast so gut wie der, den wir haben. Fast identisch und bringt noch zusätzlich ein bisschen mehr Verteidigung. Nehmen wir. Wie viele Karten kann man unten im Stage haben? Also hier in der Leiste, meinst du? Einige. Da gibt es tatsächlich ein Limit, aber man kann das eh ungefähr einschätzen. Ne? Wie viel werden denn das sein? 4, 6, 8, 10, 10, 12 vielleicht. Wenn die voll sind, werden die verschrottet und dann kriegt man auch Ressourcen dafür. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht welche, aber ich glaube ziemlich gute Materie-Ressourcen. Grundsätzlich kann man auch die Karten sammeln und verschrotten lassen. Das macht durchaus Sinn, wenn man das braucht. Aber ich bin mir echt nicht mehr sicher. Es gibt zwei so seltene Materieklumpenarten. Ich glaube, eine davon kriegt man für verschrottete Karten. Und der Stream ist dafür da, dass ich das Spiel vorführe. Also ihr dürft gerne Fragen stellen. Das passt schon. Also das ist sogar Sinn der Sache. Okay, wir haben hier noch eine Wiese. Stimmt eigentlich, die normale Wiese habe ich noch gar nicht vorgelesen, ne? Ohne Blumen.
von einem dichten Grasteppich bedeckter Erdboden. Nichts wirklich Interessantes, es sei denn, du bist eine Kuh. Halt zu Beginn jeden Tages 2 TP, wir setzen es neben einen Berg und kriegen 3 TP. Ab auf die Rattenwolfjagd, die jetzt Vampirunterstützung haben. Na, schauen wir mal. Eine interessante Rüstung, die wir haben. Maximale TP, fast dreimal so viel, wie wir jetzt haben. Angriffstempo plus und Regeneration pro Sekunde. Her damit. Und das Schild nehme ich auch. So, jetzt passt auf, jetzt passiert was. Beim ersten Mal, das ist fast ein kleiner Mini-Spoiler, weil ich das erste Mal zufällig gemacht habe, war ich so, what? Und dann wurde mir nämlich klar, dass das Spiel noch viel mehr verbirgt, als es bis jetzt offen liegt. Wenn wir nämlich diesen Felsen hier oben dazu bauen, zu unserem ganzen anderen Felsen, dann bäh, wird aus den ganzen Bergen und Felsen plötzlich ein Berggipfel. Ein steinerner Riese könnte sogar den Himmel stützen, wenn dieser nicht schon fort wäre. Bringt uns einen Bonus von 120 TP und plus 5 weitere TP für jeden angrenzenden Berg oder Felsen und bringt alle 2 Tage eine Harpie hervor. Weil wir quasi jetzt, dadurch, dass wir so einen riesigen Berg erschaffen haben, wieder Nistplätze für die Harpien erschaffen haben. So, dann haben wir noch ein Vampirschloss. Das baue ich zum Friedhof. Das passt doch. Das ist nett. Okay, weiter geht's. Ein interessanter Ring, den wir nicht benutzen. Okay, cool. Wieder einige neue Karten. Wieder eine Laterne. Ich glaube, ich reguliere mal ein bisschen das Skelett spawnen, damit das nicht überhand nimmt. Oder die Rattenwölfe. Wenn die jetzt dann noch Harpienverstärkung kriegen, lieber nicht. So, ein Schlachtfeld. Ach so, genau, was ich noch sagen wollte. Jetzt, wo die Schatzkammern geleert sind, wurden die Schatzkammern zu leeren Kammern. Also eine Schatzkammer ohne Schatz, eine leere Hülle. Ein trauriger Anblick, vor allem für die steinernen Wächter, die ihre ewige Wache verschliefen, bringt alle 3 Tage einen Gargoyle hervor. Na gut, hier haben wir jetzt außerdem eine neue Karte, ein Schlachtfeld. Es riecht nach Blut und Stahl. Bringt zu Beginn jeder Schleife eine Truhe hervor, was ziemlich cool ist, das wollen wir. Und Gegner auf angrenzenden Feldern können Geister werden, was ziemlich lustig ist. Und ziemlich cool. Ich baue jetzt den... ich baue den hier unten hin. Das Schlachtfeld. Dann kriegen wir nach jedem Loop, also am Start von jedem am Start von jedem Loop kriegen wir Loot. Das ist gut. So, hier vergrößere ich unsere Wiesen noch ein bisschen. Unsere Blumenwiesen. Und weiter geht's. Wahrscheinlich mega viel zu entdecken. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Spiel selber noch nicht so lange gespielt. Ein paar Stunden. Also noch keine 10 wahrscheinlich. Man schaltet nach und nach immer mehr von diesen Geländekarten frei. Da kann man immer wieder neu rumexperimentieren. Und immer wieder entdeckt man ganz neue Synergien, die einem das Spiel aber auch nicht verrät. Da kann man wirklich viel rumtesten. Ich traue mich fast wetten, dass allein mit den Startkarten, die ich jetzt hier habe, ich noch irgendwas machen könnte, von dem ich selber noch gar nichts weiß. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Bauen wir mal unser Gebirge aus. Gebirge ist immer gut. Weiter geht's. Ein Gargoyle. Und tot ist er. Oh, ein interessanter Dolch. Sehr viel Schaden. Nehmen wir.
Man kann übrigens auch jederzeit mit der Maus auf die einzelnen Figuren gehen. Dann bleibt auch die Zeit sofort stehen. Dann kann man sich das Ganze genauer ansehen. Der Gargoyle hier ist zum Beispiel ein künstliches Leben mit plus 20% Angriffstempo. Zur Information kriegt man dann. Was später sehr wichtig wird, weil je komplexer das Spiel wird und je mehr man sich erinnert, desto komplexer werden auch die Gegner. Die erhalten zusätzliche Fähigkeiten und zusätzliche Eigenschaften, die man kennen sollte. Also selbst altbekannte Gegner werden plötzlich komplexer und schwieriger und erfordern vielleicht sogar andere Strategien. Die Wiese schon in groß getestet? Ja, habe ich schon gemacht. Ich weiß nicht, wie groß. Vielleicht könnte man es noch größer machen. Aber das habe ich schon mal getestet mit Wiesen. Aber vielleicht habe ich trotzdem was übersehen. Kann sein. Okay. Da sind schon viele Goblins gespawnt im Goblin-Lager. Das ist immer ein bisschen gefährlich, weil mit der Zeit spawnt der Goblin-Anführer. Und der ist wirklich krass, weil er verdammt schnell ist. Lebendig hat eine Seele. Wut wird wütend, wenn ein Verbündeter stirbt, das noch dazu. Und ein hohes Angriffstempo und dann noch seine zwei kleinen Goblin-Freunde. Die können sehr schnell sehr gefährlich werden, die Goblins. Habe ich auf die harte Tour lernen müssen. Aber bis jetzt werden wir noch gut mit denen fertig. Nehmen wir nicht. Okay, cool. Wir sind wieder in unserem Lager. Ein neuer Loop beginnt. Und hier spawnt jetzt auf dem Schlachtfeld schon eine Schatzkiste. Die wir jetzt dann kriegen, wenn wir uns durch die Spinnen geboxt haben. Eine Rüstung, die ziemlich interessant ist. Das ist die Rüstung, die wir jetzt haben. Ein bisschen besser. Und wir regenerieren keine Gesundheit mehr. Und unser Angriffstempo ist langsamer. Dafür haben wir mehr Verteidigung. Nee, ich glaube, die nehme ich nicht. Hauen wir lieber die Spinnen. So, jetzt passt auf das Schwert, das gerade kaputt gemacht wurde. Wurde, glaube ich, einfach nur zu Metallschrott. Jetzt gucken wir mal, zu was der Artefaktring wird, wenn wir das nächste Item sammeln. Dann wissen wir, ob seltene Gegenstände tatsächlich zu besseren Rohstoffen werden. Ich gehe davon aus, aber... der wurde tatsächlich auch nur ein Metallschrott, wie alles andere. Ich meine, Metall ist voll wichtig, aber es scheint tatsächlich alles nur Metallschrott zu werden. Müssen wir mal noch genauer beobachten. So. Ich möchte jetzt um meinen Berg unbedingt angrenzend noch lauter Felsen und so bauen. Deswegen baue ich jetzt mal eine Wiese mit ein bisschen Abstand. Die ist jetzt eine normale Wiese, kann aber auch nachträglich zur Blumenwiese abgegradet werden, wenn wir hier einen Stein platzieren, einen Fels platzieren. Haben Skelette eine Seele? Ja, gut. Ich meine, ne, sind ja auch beseelte Leichen. Ist eh ganz klar. Vampire haben auch eine Seele. Gargoyles nicht. Also, wenn man die Gegenstände brauchen kann, dann sollte man sie auf jeden Fall ausrüsten. Auf jeden Fall. Aber die Verschrottung macht schon, bringt schon viel. Aber wenn man sie wirklich brauchen kann, dann ist es gar keine Frage, dass man sie auch benutzt, natürlich. So wichtig ist es dann auch wieder nicht, dass man Metallschrott mit heimbringt. Okay, wir haben noch einen Friedhof. Vergrößern wir da unten unsere Friedhofskurve. Jetzt müssen wir uns wieder durch den Rattenwolf-Hain prügeln. Schön langsam kriegt unser Held ein paar Probleme hier. Mal schauen, ob wir uns noch einen Loop trauen. Hängt davon ab, was wir jetzt noch so kriegen. Wir haben noch ein Leuchtfeuer, die, wenn ich es richtig verstehe, wirklich einfach nur alles beschleunigen. Zweimal können wir noch Sachen vergessen. Ich glaube, bevor ich zu den Goblins komme, vergesse ich vielleicht, dass die Goblins existieren. Schauen wir mal. Könnte gefährlich werden, nämlich.
Na, tau doch den Vampir endlich. Danke. Ein Feld. Noch ein Signalfeuer. Ich weiß überhaupt nicht, wohin mit diesen Signalfeuern. Aber gut. Was passiert eigentlich, wenn man stirbt? Das werden wir bestimmt noch sehen. Es ist nicht so schlimm, aber man sollte es schon vermeiden. Aber das kommt bestimmt noch. Man verliert nicht alles, wenn man stirbt. Aber schon das meiste, was man gesammelt hat. Das ist blöd. Ja, das wird doch wirklich noch sehr viel komplexer mit den einzelnen Bauteilen, die man noch freischaltet. Die Stadtbau- und Deckbau-Komponente kommt erst noch. Okay, nein, sagt die Harpie. Was soll das heißen, nein? Du willst die Welt retten. Du willst um Hilfe bitten. Unsere Antwort lautet nein. Woher weißt du? Aber warum nein? Wir blicken in weite Fernen, wir blicken tief ins Innere. Seit langem gibt es statt des Himmels nur noch Leere. Doch das verhindert nicht, dass wir sehen. Deine Rettung der Welt ist einseitig und naiv. Jeder stellt sich die Rettung der Welt anders vor. Deswegen wird sich dir nie jemand anschließen. Na schön, ich verstehe es zwar nicht ganz, aber erzähl mir von deiner Version. Was bedeutet es für dich, die Welt zu retten? Meine Nachkommen und Verwandten. Dass sie stark sind und leben, das ist Teil des Zyklus von Leben und Tod. Es ist das Leben selbst. Es ist die Welt. Ich werde dich töten und deine Überreste an meine hungernden Jungen verfüttern. Und das Leben wird weitergehen. Wie viele Leben rettet deine Klinge, indem sie wieder und wieder tötet? Nur eines. Ich möchte nicht, dass du oder deine Kinder verhungern. Bitte hör auf diese Stimme der Vernunft. Wenn meine Mission erfolgreich ist, können die Harpien den Himmel und alle Jagdgebiete weit und breit haben. Mit deinen schönen Worten bekomme ich meine Kinder nicht satt. Es wird Zeit, Lebwohl zu sagen. Das kaufen, bevor dein Projekt startet, Sakurak, sonst hast du wahrscheinlich keine Zeit mehr. Andererseits ist es, glaube ich, auch super, dass man abends vielleicht noch am Laptop oder so, keine Ahnung, ein paar Runden spielt. Ich fühle mich mies. Indem ich ein Übel beseitige, werde ich zur Quelle eines anderen. Die Harpien haben keine Heimat außer den höchsten Bergen, aber dort gibt es keine Nahrung. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sie überlebt haben, als ihre Berge von der Realität abgeschnitten wurden. So, Mensch, ich habe so viel Wiesen und so wenig Berge. Es ist irgendwie doof. Weiß jetzt gar nicht. Hey, was passiert eigentlich, wenn ich hier eine Wiese neben dem Leuchtturm baue? Dann wird auch eine Blumenwiese draus. Ach, guck, na dann. Warum nicht? Der Schleim war voller Erinnerungen. Noch ein Schlachtfeld. Ich baue das zu unserem ersten Schlachtfeld. Und jetzt ist zwischen den beiden Schlachtfeldern ein Blutpfad entstanden. Der Weg ist jetzt blutig und Blutpfad halt. Auf den Schlachtfeldern werden nicht nur Geister erschaffen. Bringt alle 4 Tage einen Blutklumpen hervor. Na gut. Außerdem erweitern wir unseren Friedhof und endlich habe ich ein paar Felsen. Sudala. Weiter geht's. Zum Held geht's nie mehr so gut. So, trotzdem erweitern wir den Hain.
pflanzen hier noch irgendwo. Ah ja, egal. Bauen wir hier eine Wiese rein. So viele Steine kriege ich eh nicht mehr. Dann mache ich hier noch irgendwo einen Spinnenkokon. Und jetzt muss ich echt überlegen. Unser Held. Na, schauen wir mal. Den nächsten Kampf schafft sie schon noch, unsere Heldin, ne? Sehr gut. Okay, drei Goblins, die vergessen wir jetzt mal. So, jetzt sind wir wieder in unserem Lager. Und jetzt ist die Frage, trauen wir uns noch einen Loop zu machen oder lassen wir es lieber? Zwei Schatzkisten und einiges an potenziellen Rohstoffen warten. Aber wenn wir sterben, wie gesagt, verlieren wir einiges davon. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir ziehen uns jetzt einfach mal zurück, weil dann sehen wir auch, was zwischen den Runs so los ist. Also, Rückzug. Behalten wir, was wir bis jetzt haben. Damit können wir, glaube ich, schon ein bisschen was anfangen. Rückzug. Ich kann es nicht glauben. Hey, Leute! Der Junge hat es geschafft, zurückzukehren. Moment, ist das ein Junge? Hat sie gerade gesagt, das ist ein Junge? Ein Mann? Ich dachte immer, das ist ein Sie. Naja, ist ja auch wurscht. Überlebende. Ach so. Sie sagt jetzt Überlebende. Überlebende? Nee, warte mal. Ich bin verwirrt. Egal. Überlebende? Die meint die anderen. Heißt das, dass ich nicht mehr alleine bin? Woher seid ihr gekommen? Gibt es noch einen Ort ohne Dunkelheit? Wir wissen nicht, woher wir gekommen sind. Oder wir können uns nicht erinnern. Die Leute, die du hier siehst, sind nur ein kleiner Teil dessen, was von unserer Gruppe übrig ist. Glaube ich. Du bist dir nicht sicher? Wir sind uns nicht sicher, aber die Schlussfolgerungen drängen sich wegen des herrenlosen Gepäcks und der übrig gebliebenen Tagesration auf. Mit jedem Tag neue Zeichen der Anwesenheit von Leuten, die, soweit jeder hier weiß, nie bei uns waren. Es ist, als hätten wir sie vergessen. Ihr habt sie vergessen? Genau. Es ist, als würde jeden Tag Leute verschwinden und wir würden sofort vergessen, dass sie je existiert haben. Fast, als hätten wir den Ort vergessen, von dem wir kommen und unsere Familien. Vielleicht sogar uns selbst. Mein Name ist Jutta. An so viel erinnere ich mich noch. Niemand sonst hat ein wirklich besseres funktionierendes Gedächtnis. Deswegen weiß ich nur noch so wenig über mich selbst. Alles gerät in Vergessenheit. Aber Moment, sagtest du nicht, ich hätte es geschafft, zurückzukehren? Das heißt, du erinnerst dich daran, dass ich hier war? Ja, deswegen ist es uns so wichtig. Wir sahen dich aufbrechen, aber du warst fort, bevor wir zu dir gelangen konnten. Hör mal, wir können nicht weiter in diese Leere. Wir können nicht weiter in dieser Leere umherziehen. Hier gibt es ein Lagerfeuer und ein paar Schlafsäcke. Ein echter Luxus in diesen dunklen Zeiten. Was meinst du? Oh, natürlich. Ich wäre sehr dankbar, wenn wir uns zusammentun könnten. Ich möchte alles wiederherstellen. Ich habe angefangen, mich an die Welt zu erinnern, wie sie früher war. Ohne andere Leute hat das jedoch keinen Sinn. Es ist zu einsam ohne sie. Sich an die Welt erinnern? Ich verstehe nicht, wovon du redest. Ich bin zu erschöpft, aber wir wären froh, wenn du uns helfen könntest. Und wir würden dir mit Freuden helfen. Fordere uns nur nicht auf, mit dir zu kommen. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, zurückzukehren, aber für uns wäre es zu gefährlich, die Gruppe zu verlassen. Ich werde euch um nichts dergleichen bitten. Fürs Erste möchte ich nur einen Platz haben, an dem ich zurückkehren kann. Einen Ort, an dem ich die Stimmen anderer Leute hören kann. Unser Angebot, dir zu helfen, war kein Scherz. Hier sind ein paar Dinge, die die Katastrophe überstanden haben und nicht verschwinden, nicht vergessen werden können. Nimm sie, du brauchst sie vielleicht.
Rohstoffe. Zudala. Hier in unserem Lager haben wir bis jetzt erst eine Handvoll Funktionen. Man kann aber schon erkennen, dass hier noch einige dazukommen werden. Wir können uns einmal die Statistik ansehen. Wir haben, ne, was wir alles schon getötet haben, wie lange wir schon spielen, Expeditionszeit, 0 Tode bis jetzt. Erstaunlich. Naja. Und so weiter. Außerdem haben wir hier ein Baumenü. Das haben wir vorher eh schon mal offen gehabt, oder? Jetzt können wir zum Beispiel mit den Rohstoffen, die wir haben, eine Feldküche bauen. Ein sehr wichtiger Ort für jedes Lager. Wenn deine Nase dich nicht trügt, gibt es hier gutes Essen. Plus 10% auf Heilkraft des Lagerfeuers. Schaltet die Karte Bluthain frei. Okay. Wird zu dem Spiel mehr kommen. Ich hätte richtig Lust, das immer wieder im Stream zu sehen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir da nächste Woche weitermachen mit dem Spiel. Grundsätzlich wäre ich nicht abgeneigt, aber schauen wir mal. Ich muss ja auch noch Final Fantasy VII und Witcher und Wasteland 3 weitermachen. Also, jetzt bauen wir auf jeden Fall mal eine Feldküche. Fürs Erste. Jo, egal. Na, ganz egal ist es nicht. Wenn man Bauernhöfe und sowas baut, brauchen die Platz für ihre Felder. Deswegen sollte man ein bisschen überlegen, wo man was hinbaut. Aber bauen wir mal die Feldküche einfach hier hin. Viel Auswahl haben wir eh nicht. Kennst du den Unterschied zwischen einem guten Koch und einem schlechten Koch? Das Essen, das der gute Koch zubereitet, ist schmackhafter. Wie? Du hast etwas Raffinierteres erwartet? Manchmal ist die Wahrheit ganz einfach. Sieh her, ich habe einen Kessel, eine Feuerstelle, ein paar Messer, einen Eimer Kartoffeln, 3 Zwiebeln und etwas Schinken. Nichts Besonderes, alles ganz einfach. Ich bin mir fast sicher, dass der im Englischen sagt, dass er Eier hat und kein Schinken. Aber vielleicht täusche ich mich. Naja. Aber gib mir ein paar Minuten Zeit und jeder in diesem Lager wird an meinen Tisch gerannt kommen, weil er den köstlichen Duft eines guten Eintopfs folgt. Okay, ab jetzt heilt uns quasi, wenn wir diesen Loop machen, ein bisschen mehr Lebensenergie. 10% mehr Lebensenergie als normalerweise. Und es ist krass, dass der Stream schon eine Stunde geht, kam mir vor mit 10 Minuten. Mir geht's beim Spielen des Spiels auch immer so. Da verfliegt die Zeit wie sonst noch was. Okay, mehr können wir jetzt momentan leider nicht bauen. Man kann die Gebäude auch noch upgraden, zumindest manche davon, aber auch das können wir momentan nicht. Das heißt, wir müssen jetzt eh unsere nächste Expedition starten. Hä? Wo ist denn unser Statistikknopf ist verschwunden? Das ist komisch. Aber gut, brauchen wir eh nicht. So, ab jetzt können wir unser Deck anpassen, weil wir eine neue Karte durch die Feldküche freigeschaltet haben. Ich kann schon mal sagen, dass der Licht, den wir hier angedeutet sehen, nur das erste Kapitel ist. Es gibt mehr Kapitel. Und hier unten das Schwert symbolisiert die Klasse, die unser Held momentan hat. Auch hier gibt es mehr. Ja, genau. So, wir haben jetzt eine neue Karte Bluthain. Die können wir jetzt mal aktivieren. Hier wird quasi angezeigt, wie viele Karten aus jeder Kategorie man maximal haben kann gleichzeitig und mindestens haben muss, wenn man so ein Spiel startet. Hey T-Bone, danke für die Bits. Hurra! Das Glas wird gefüllt. Dankeschön. Tadala, genau. Ich aktiviere jetzt einfach den Bluthain, die neue Karte. Lass alles andere mal, wie es ist. Bluthain, ein lebender Wald, fällt über Verwundete auf angrenzenden Feldern her. Ihre Überreste können etwas Grässliches hervorbringen. Kann in der Nähe eines Waldes angrenzend zum Weg platziert werden. Seine Wurzeln verschlingen Gegner, die weniger als 15% TP übrig haben. Also ein Quick Kill, dieser Bluthain. Aber ich glaube, dass hier im Text ein Fehler drin steckt. Auch in der englischen Version und auch hier in der deutschen.
Weil hier steht, kann in der Nähe eines Waldes angrenzend zum Weg platziert werden, aber das stimmt nicht. Gemeint ist ein Hain. Es gibt auch eine Waldkarte, aber die ist wieder was anderes. Da funktioniert es nicht. Man braucht wirklich einen Hain und keinen Wald. Naja, gut. Wenn es weiter nichts ist, wenn ein Spiel gerade erst released und das ist der schlimmste Bug, dann haben wir keine Probleme, würde ich sagen. Start! So, der leere Weg wird wieder gezeichnet und unser Held fängt wieder an, Schleim zu verhauen. Und ich trinke ein bisschen Cola währenddessen. Sodala. Wir haben eine Rüstung. Das ist schon mal nett. Wir haben eine Spinnenhöhle. Ich weiß nicht, ob ich das so nett finde. Wir haben einen Hain. Den baue ich gleich mal hier so hin. Und einen Berg. Den baue ich einfach mal hier hin. Der Berg alleine bringt uns gar nichts, leider. Aber das kommt noch. Der Hahn, der da kräht, hört sich so stark nach Zelda an. Nach dem Nintendo 64 Zelda-Hahn. So, die Rüstung ist ein bisschen besser als unsere aktuelle Rüstung. Eine Waffe haben wir noch gar nicht. Und ein paar Felsen bauen wir zu unserem Berg. Das ist nie verkehrt. Mehr Schleims verhauen. 2 Wiesen, das ist gut. Ich platziere die jetzt mal hier oben. Momentan bleiben die jetzt normale Wiesen, aber wenn aus dem hier dann der Berg geworden ist, will ich den Berg einmal noch umringen mit Felsen und Bergen, damit ich den Bonus maximiere. Und darum, dahinter quasi, hinter die Reihe Felsen und Berge, da sollen dann erst die Wiesen kommen. Deswegen lasse ich jetzt hier ein bisschen Platz. Ich meine, es ist auch gar nicht so abwegig mit den Haaren, weil die haben tatsächlich für die Nintendo 64-Teile von Zelda viele so eingekaufte Samples benutzt. Einfach so Standard-Samples für die Pferdesounds und so weiter. Warum nicht auch das Hahnkrähen? Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das Sample tatsächlich öfter verwendet wird. Magieschaden, Rundumschlag, Ausweichen. Wir haben eh noch keinen Ring. Cool, ein Schild hatten wir auch noch nicht. Dann vergrößern wir hier mal unser Gebirge ein bisschen. Und ich bereite da hinten schon mal die Wiese vor, die bald blüht. Und den Signalturm. Das wird die erste Karte, die ich aus dem Deck entferne. Aber jetzt platzieren wir hier mal ein. Wow, One-Hit-Kill. Nicht schlecht. Jetzt kommt gleich ein für die erste Runde nicht unerhebliches Feld, würde ich sagen. Ein Schleim und 2 Spinnen, das ist gleich mal... Okay, haut unser Held weg. Wie sonst noch was? Vergrößern wir mal den Hain. Ich hoffe, wir kriegen bald den Bluthain. Dann wird's interessant. Soll ich Spinnen in den Hain setzen? Ja, natürlich sollen wir das. Das wird ein krasses Gebiet hier unten. Aber gut. Gibt auch gut Loot und Materialien. Der Turm, der beschleunigt unseren Helden und die Angriffsgeschwindigkeit aller Einheiten. Ziemlich sicher auch der Gegner. Das heißt einfach nur, dass im Bereich dieses Turms alles ein bisschen schneller abläuft quasi. Der Turbo-Bereich. Aber er bringt keine echten Vorteile. Und bevor ich dann so einen passiven Turboturm aufstelle, kriege ich halt lieber irgendwas, das mir tatsächlich einen Vorteil bringt. Also meiner Figur und nicht nur mir als Spieler quasi. Gebirge wächst und gedeiht. Bald haben wir wieder einen Gipfel zusammen. Und der Hain wird auch ziemlich groß.
Ja, die ersten Runden sind in der Regel immer ziemlich einfach und banal auch. Also da kann einem fast nichts passieren. Man findet nicht viele Ausrüstungsgegenstände, zumindest keine sehr sinnvollen. Da baut man so ein bisschen die Landschaft auf und wartet. Na guck, jetzt ist hier das erste Goblin-Dorf erschienen. Das haben wir noch gar nicht uns angeguckt, ne? Das Goblin-Lager. Die Geräusche des hinterhältigen Treibens sind meilenweit zu hören. Bringt einmal am Tag auf einem angrenzenden Feld einen Goblin hervor, erscheint für je 10 Berg- oder Felsfelder. Kann mir aber auch vorstellen, dass die Produktion im Dorf erhöht wird. Meinst du jetzt in unserem Dorf? Also in unserem Lager? Weil das ist relativ getrennt voneinander. Also in dem Dorf wird im Grunde nur nach unserem Loop was produziert. Aber nicht wirklich währenddessen. Wir werden hier aktuell nur geheilt, wenn wir durchgehen. Sonst eigentlich nichts. Es würde auch zumindest nicht im Beschreibungstext stehen. Also bei den Leuchtsignalen steht wirklich hier 40% Bewegungstempo in seiner Reichweite und Angriffstempo für alle Einheiten plus 20. Und nix. Jetzt wartet mal ganz kurz, wenn wir jetzt gegen den Schleim kämpfen. Angriffstempo plus 20% haben wir und hat der Schleim. Genau, das heißt, der Kampf geht einfach nur ein bisschen schneller. Oh, ein Schlachtfeld, das ist gut. Schlachtfeld ist immer gut, das heißt, jeden Loop, jedes Mal, wenn wir unser Lager durchqueren, gibt es einen Schatz hier für uns. Zum Beispiel jetzt. Oh, Moment mal, ich habe hier eine Rüstung, die habe ich übersehen. Die nehmen wir, glaube ich. Das ist auch nicht die Welt, aber passt schon. Ah, guck. Ah, das ging so schnell, man hat es gar nicht mitbekommen. Aber warum eigentlich? Hier ist gar kein... Ach so, wegen dem Schlachtfeld, genau. Aus dem Wolf ist jetzt gerade ein Geist erschienen. Jeder Gegner, der eine Seele hat, kann, wenn ein Schlachtfeld in der Nähe ist, einen Geist hinterlassen. Und mit den Geistern können lustige Sachen passieren. Mal schauen, ob wir das noch erleben, zufällig, in diesem Stream heute. So, ich brauche hier hinten mal einen Friedhof. Mehr Berg, mehr Wiese schon mal vorbereitet. Wegen unserem Rundumschlag macht unser Held jetzt quasi mit immer einem Gegner den Hauptschaden und allen anderen Gegnern den Rundherumschlag-Schaden. Oder wie heißt's? Rundumschlag, genau. Deswegen kriegt jetzt der immer 14 Schaden sowas und die Truhe 2 Schaden, weil quasi, ne, Rundumschlag Schaden. Oh, eine Stufe 4 Waffe, jetzt schon, das ist ziemlich gut. Sehr viel Schaden, Angriffstempo, Konter ausweichen, das hat unseren Helden gerade massiv mächtiger gemacht. Und der Schatzkiste war auch noch ein gutes Schild. Konter, mehr Rundumschaden und ausweichen. Yes, das ist ziemlich gut. Also die nächsten paar Runden dürften jetzt relativ unproblematisch für uns werden. Oh yeah. Mehr Wiese, mehr Felsen, weiter geht's. Ist aber eh gut, weil unser Held ist auch schon halb tot, also... Ach, das finde ich immer, das ist immer eine schwierig abzuwägen, finde ich. Jetzt haben wir hier eine Stufe, eine Level 4 Rüstung an den kleinen Zahlen unten im Itemfenster, kann man das ablesen. Die würde uns schon sehr viel maximale TP bringen, aber hat halt keinen Bonuseffekt. In dem Fall benutze ich die jetzt wirklich, weil die alte Rüstung hat uns nur ein bisschen Verteidigung gebracht, sonst nix. Aber bei dem Ring bleibe ich, glaube ich, bei unserem niedrigleveligen Artefaktring. Anstatt, dass ich den hochleveligen Standardring nehme. Oh, Vampir. Vampirschloss. Wo bauen wir die Vampire hin? Ich glaube, ich baue die hier zu der Spinnenhöhle.
Spinnen sind keine so krassen Gegner. Wenn da mal ein Vampir dabei ist, ist es nicht schlimm. Aber so ein Vampir und ein paar Goblins, die können sehr schnell sehr gefährlich werden. Da sollte man echt aufpassen. Sodala. Noch mehr Spinnen. Weiter geht's. Mehr Monster machen natürlich jeden Loop schwieriger, aber die sind natürlich auch die Hauptquelle für Loot und Erinnerungen. Insofern macht es schon Sinn, sich die Karte absichtlich voll zu stopfen. Ah, das ist gut. Ich platziere hier eine Laterne. Das heißt, dass hier nicht mehr vier, sondern maximal nur noch drei Goblins spawnen dürfen. Und auch auf dem Friedhof gibt es weniger Skelette. Aber schade, dass wir die neue Bluthain-Karte noch nicht bekommen haben. Die ist schon echt nützlich. Bisschen weniger Rüstung, dafür mehr Rundumschlagschaden und Ausweichwahrscheinlichkeit. Her damit. Schön langsam geht uns aber hier wirklich die Lebensenergie aus, befürchte ich. Naja, wird schon gut gehen. Zeitlich ist man nicht begrenzt pro Loop, oder? Nee, überhaupt nicht. Man kann sich so viel Zeit lassen, wie man will. Also die Planungsphase kann man quasi... Ne? Also man kann in den Optionen auch einstellen, dass es das Spiel nicht ständig automatisch pausiert. Das habe ich so eingestellt, dass nach jedem Kampf und jedes Mal, wenn ein Loop beendet ist, automatisch in die Planungsphase gegangen wird. Und da kann man so viel Zeit verbringen, wie man will. Und erst wenn man dann quasi rechts klickt, geht die Zeit weiter. Man kann jederzeit pausieren. Der Stress da im Spiel zum Glück überhaupt nicht. Genau, da kann man sich wirklich gerade am Anfang, wenn man noch nicht so genau weiß, was man tut, macht es auch wirklich Sinn, sich alles genau durchzulesen und wirklich zu überlegen. Und da kann man sich auch alle Zeit nehmen, die man will. Ich habe auch das Spiel auf zweifache Geschwindigkeit gestellt. Also das läuft jetzt schon schneller als standardmäßig. Eigentlich ist die Fortbewegungsgeschwindigkeit auf der Karte und auch die Kämpfe sind noch langsamer, dass man sich das auch noch genauer anschauen kann, wenn man will. Es ist kein stressiges Spiel. Alles andere als irgendwie stressig. Aber trotzdem, unter Umständen, kommt echt ganz schöner Nervenkitzel auf. Es gibt schon Situationen, wo ich wirklich an der Kante des Stuhls saß und den Monitor angeschrien habe. Hey, The Cluedo! Danke fürs Abonnieren! Yay! Nee, stimmt, die habe ich immer noch nicht. Ach, verdammt nochmal. Weder das, weder die Sub-Badge von dir, die du gemacht hast, die coole, noch die kleinen Figürchen, ne? Überhaupt nichts kriege ich auf die Reihe mit. Nee, es geht um den anderen Badge. Was? Apple wird so hart läupen, dass auch die PS5 wechselt demnächst hat. Hä? Was? Ich verstehe leider. Den Satz nicht ganz. So, mehr Wiesen. Mehr Friedhof. So, übrigens, euch ist vielleicht schon aufgefallen, hier oben füllt sich mit jeder Karte, die man platziert, die Leiste ein bisschen. Und wenn die voll ist, passiert was. Schauen wir mal. Ich verrat's mal nicht. Hey, eine Schatzkammer, ne? Die
platziere ich hier mal die Umringen hier mit Landschaftskarten, wenn wir genug kriegen noch. Ich bräuchte echt mehr Felsen und mehr Gebirge. Das wäre echt gut. Und ja, traue ich mich noch. Ja, gehen wir noch einen Loop. Ist ja wurscht. Wird schon gut gehen. YOLO und so. Wir schaffen das schon. Oh, ein Geist ist erschienen. Untot hat eine Seele. Okay. Na, in der Nähe von einem Schlachtfeld passierte was eben. Na, okay. Okay. Wie gesagt, mit den Geistern, da muss man vorsichtig sein, da können komische Sachen passieren. Hey, wir haben endlich einen Bluthain. Das ist ziemlich gut. Den können wir jetzt nämlich hier platzieren. Und jetzt, Bluthain ist wirklich praktisch, weil jetzt sterben einfach alle Gegner, gegen die wir kämpfen, sobald ihre TP auf 15% gesunken ist, weil dann die Wurzeln des lebenden Waldes die halbtoten Gegner verschlingen. Also voll die nützliche Hilfe. Gut. Wir haben gleich einen nicht ganz so harmlosen Kampf vor uns. Na, warum wird der nicht gefressen? Hat der wirklich noch mehr als 15% TP? Naja. So, Schatzkiste. Hoffentlich ist was Gutes drin. Naja. Naja. Nicht wirklich. Oh, diese Leuchtfeuerkarten, ey. Ich weiß wirklich nicht, was diese wollen eigentlich. Stimmt eigentlich, ich sollte mal die Schatzkammer umringen, damit wir die noch plündern können, bevor wir uns zurückziehen müssen. Oder Schlimmeres. Zippo wird das Spiel so hart loopen, dass er demnächst auf die PS5 wechseln muss wegen Abstürzen. Ach so, wie in der Vault. Ja, ja, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Ah, diese kommenden Anführer, die sind so heftig. Oh ja, das Schild. Ah, benutzen wir leider nicht. Ah, komm schon, die Runde schaffen wir noch, Held. Befehle es. Mindestens. Puh, daneben, sehr gut. Ja, komm, schaffen wir schon. Die Skelette hauen ganz schön rein, wenn die treffen. Autsch. Oh ja, ein Ring. Der Vampirismus, den nehmen wir. 10% Vampirismus ist gut. Jetzt kann sich unser Held nämlich mit jedem Schlag ein bisschen heilen und vielleicht können wir so quasi uns nochmal ein bisschen aufpäppeln oder zumindest auf dem Niveau bleiben, auf dem wir jetzt sind, energietechnisch. Spinnen und Schleims sind da sehr beliebte Gegner, weil mit ein bisschen Vampirismus und Selbstheilung kann man sich da wirklich ein bisschen heilen innerhalb der Kämpfe sogar. Schlachtfeld. Schon mal die Leuchtfeuer alle auf einen Haufen gestellt. Vielleicht werden Monster irgendwann geblendet. Nee, aber das ist eine gute Idee, ne? Vielleicht kann man mit Leuchtfeuer tatsächlich irgendwas Nützliches oder Nützlicheres machen. Wenn man die irgendwie richtig anordnet oder mit irgendwas kombiniert. Das ist gut möglich. Das ist eins dieser Spiele, wo ich bestimmt 100 Stunden rumexperimentieren werde und dann irgendwie in einem Wiki mal alles nachlesen werde, was ich übersehen habe. Das mache ich auch bei The Roguelites, die sowas anbieten, die so viel Variation anbieten und so viele Möglichkeiten gerne, dass ich immer erst versuche, selber so viel wie möglich rauszufinden und dann meistens erschlagen davon bin, was ich alles übersehen habe, obwohl ich dachte, ich habe das meiste wohl gefunden. Wie bei Binding of Isaac oder so. Das ist ja auch so kryptisch, Binding of Isaac. Da weiß man meistens gar nicht oder oft nicht, was die Items eigentlich machen. Und manchmal, wenn man danach liest, dann denkt man sich so, what? Das ist ja voll gut, wenn man es weiß und richtig kombiniert mit was anderem. Naja.
Aber das ist für mich, ich bin jemand, der zum Beispiel, was Story-Spoiler angeht, nicht sehr empfindlich ist, aber bei so Gameplay-Mechaniken und so kleinen, ne, Rumprobier-Mechaniken, da möchte ich immer möglichst ungespoilt rangehen. Das sind für mich die schlimmen Spoiler quasi. Noch mehr Signal. Ja, machen wir mal. Ich baue mal hier ganz viel Signalfeuer. Schauen wir mal, ob was draus wird, eventuell. Es gibt ja viele Spieler, die spielen Spiele lieber gern von Anfang an so effektiv wie möglich und wollen dann alle Informationen haben. Aber das würde mir die Spiele meistens sogar ein bisschen kaputt machen, wenn ich so rangehen würde. Wir machen momentan sehr viel Rundumschlagschaden. Das ist ziemlich gut. Aber... Puh. Wir hauen eigentlich auch gut rein. Unsere Lebensenergie macht mir halt Sorgen. Ansonsten wäre unser Held gerade echt ganz gut sogar eigentlich. Die Schatzkammer ist geplündert. Ganz viel Holz war drin, das ist gut. Holz kann man immer brauchen. Also es waren kleine Stöckchen drin, die aber sich addiert haben zu Holz. Mehr Spinnen, warum nicht? Her damit. Wo sind wir denn eigentlich? Ich erkenne auf der Karte nichts mehr. Ach, hier sind wir. Okay, wir sind im Lager. Wir sind im Lager. Wollen wir noch eine Runde wagen? Das Schild, das nehme ich jetzt. Da verlieren wir zwar ein paar echt nützliche Eigenschaften wie Konter und Ausweichwahrscheinlichkeit, aber wir kriegen Regeneration pro Sekunde und Vampirismus dazu. Und das ist, glaube ich, da traue ich mich, dass wir vielleicht noch eine Runde wagen jetzt. Naja, schauen wir mal. Hier, wie wir sehen, kann die Bluthaine am Werk verschlingen die verletzten Gegner. Yeah. Mehr Berge und mehr Wiesen sind immer gut. Oh, Schatzkiste, okay. Bin gespannt. Ich hoffe, wird die Schatzkiste auch von den Blutmangroven gefressen? Ja, wir kriegen den Loot aber trotzdem. Oh, Stufe 5, Vampirismus, Angriffstempo. Sehr gut. Sehr gut. Das könnte uns retten. Ein Ring. Ein interessanter Ring. Der sehr gut ist. Wir haben jetzt viel Vampirismus und viel Selbstheilung. Hier unten bei den Werten, da bin jetzt wahrscheinlich ich davor, ne? Ja. Aber hier bei den Werten kann man quasi sich jederzeit angucken, wie der Held gerade so aufgestellt ist. Und wir haben jetzt einen Vampirismus von 25%. Das heißt, 25% unseres Schadens wird in Lebensenergie umgewandelt. Und wir heilen 1,8 Energie pro Sekunde. Das ist schon, das macht schon was aus. Ich stelle mal das Vampirschloss hier oben hin, weil ich will ehrlich gesagt, ich will es gar nicht mit zu viel Vampiren hier zu tun kriegen. Die sollen hier ein bisschen, ne, ab und zu mal gemeinsam mit einem Schleim erscheinen, ist okay. Aber hier haben wir so viel Spinnen, Skelette und Goblins, da brauche ich nicht auch noch. Hey, wisst ihr was? Wir haben so viel vergessen Karten. Ich glaube, ich vergesse jetzt mal die Goblin-Lager und die dazugehörigen Goblins. Weg mit euch. Sodala. Sieht doch gleich viel besser aus hier. Okay.
leider nichts Gutes in dem Schatz dabei. Ich muss gerade an die Grockner Koloban-Spiele denken. Boah, wenn mal in so einem Fallout oder so einem großen Spiel so... Das wäre richtig geil. Stellt euch das mal vor, wenn Devolver, also das Spiel ist von Devolver gepublished, aber wenn so ein Indie-Publisher wie Devolver zum Beispiel mit so großen RPG-Machern oder so großen Videospielmachern wie Rockstar zum Beispiel für das neue GTA oder eben Bethesda mit dem neuen Fallout zusammenarbeiten würde, und dann sind da tatsächlich echte, hochwertige, hochkarätige Indie-Spiele quasi, als zum Beispiel Holotapes in dem anderen Spiel drin. Das wäre voll crazy cool. Naja. Habt ihr übrigens mitbekommen, dass heute, jetzt vor kurzem, offiziell die Übernahme von Bethesda durch Microsoft verkündet wurde? Jetzt ist alles in trockenen Tüchern. Gestern hat die EU quasi auch das Ganze durchgewunken. Die haben ja noch wegen Kartellprüfung oder so Dingsi geguckt. Ist egal. Auf jeden Fall haben die den Deal noch überprüft. Und das ist jetzt alles in trockenen Tüchern. Und jetzt hat Microsoft tatsächlich verkündet, dass... Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Microsoft hat jetzt verkündet, dass zukünftige Bethesda-Spiele tatsächlich exklusiv für Xbox und PC erscheinen werden. Das heißt, für ein Fallout auf PlayStation 5 sieht es tatsächlich sehr schlecht aus. Auch in Elder Scrolls. Es ist noch nicht ausgeschlossen, weil sie haben von den meisten Spiele geredet, auch die zukünftigen. Das ist wieder so eine Formulierung, wo man viel reininterpretieren kann. Aber grundsätzlich, genau, macht das Microsoft wohl schon exklusiv für ihre Systeme, PC mal mitgerechnet. Was bedeutet eigentlich der Viertelkreis 29 und der Vollkreis 17 neben der Tasche? Ach so, genau. Das bedeutet, dass in der Tasche quasi 17 volle Gegenstände sind und 29 so Teilgegenstände. Wie zum Beispiel eben die Äste, die ab 12 zu einem Holz werden, die Rationen, die ab 12 zu einem Essen werden und so weiter. Das ist das. Und ich glaube übrigens, man nimmt, da müssen wir auch mal drauf achten, da bin ich mir nicht sicher, ich glaube, man nimmt nur die vollen Gegenstände mit. Ich glaube, die Brösel kriegt man nicht im Lager. Aber vielleicht erzähle ich jetzt Blödsinn. Das finden wir am Ende dieses Loops raus. Da achte ich mal genau drauf. Der Gedanke ist mir nämlich erst kurz vor Stream gekommen bei einem privaten Spiel. Und da, genau, dachte ich, es wäre so. Aber da schauen wir jetzt dann mal. Schatzkammer! Das ist gut. Wo baue ich denn die hin? Bauen wir die hier hin. Schauen, dass wir die noch mit Geländefelder umrahmen können, vielleicht. Ja, aktuell ist unser Held ganz fit, ne? Der verliert nicht wirklich Lebensenergie. Konnte sich sogar ein bisschen heilen seit dem letzten Lagerfeuer, glaube ich, ne? Ja. Naja, jetzt ist er aus dem Kampf mit Verluste rausgegangen. Aber Skelette sind auch krass. Oh, gleich zwei. Nein, das wird schmerzhaft. Aber gut. Aha, warte mal kurz. Das Schild könnte interessant sein. Angriffstempo rund Umschlag. Aber wir verlieren dadurch Vampirismus 10%. Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Aktuell müssen wir es defensiv spielen, wenn wir den noch heimbringen wollen, denke ich. Ah, come on! Bei dem einen Skelett habe ich mir schon gedacht, so, ah, das wird schmerzhaft. Und dann zwei Skelette und ich so, ah, und jetzt zwei Skelette und zwei Spinnen. Als ob es noch nicht genug wäre. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Jetzt komm schon, töte das Skelett, bitte. Puh, mit 61 HP gerade noch so rausgekommen. Das
nicht so gut aus. Was haben wir denn noch vor uns? Schleims und Spinnen hauptsächlich. Die sind eigentlich nicht so schlimm, aber hier haben wir gleich mal 3 Spinnen und ein Schleim gleichzeitig. Das kann unter Umständen schon gefährlich werden. Cool. In dem Kampf konnten wir jetzt tatsächlich ein bisschen heilen. Oder ist ein Tag vergangen? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Aber auf jeden Fall gut. Schwert, neues, nehmen wir, hätten wir noch ein bisschen mehr Vampirismus mit dem Schwert, mehr Angriffstempo, dafür verlieren wir Konter- und Ausweichwahrscheinlichkeit und machen ein bisschen weniger Schaden, na, lieber nicht. Kampf gegen eine Spinne kommen wir ungefähr mit 0 raus. Das heißt, jetzt 3 Spinnen und ein Schleim. Schauen wir mal. Schnell. Jetzt hau nicht dauernd daneben, mein Gott. Ein Fehlschlag nach dem anderen. Unglaublich. Oh Gott, ey. Boah. Ich glaube, die HP war einmal kurz unter 20 auf jeden Fall, ne? Das ist nicht gut. Da kann ich meine maximale TP schon erhöhen mit den Bergen. Oh! Wir haben uns an zu viel erinnert. Irgendjemand oder irgendetwas ist aufmerksam auf uns geworden. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir sind eine Anomalie. Zu viel sollte nicht auf einmal existieren. Aber ob wir da noch hinkommen... Aha, Gott. Okay, schauen wir uns den Ring mal schnell an. Ich verliere Verteidigung und Angriffstempo. Konter und Magieschaden. Nee. Nee, vergiss es. Okay, ein Schleim. Oh nein, da oben ist eine Vampirvilla. Ein Vampirschloss. Ich glaube, jetzt sterben wir. Ein Schleim wäre super gewesen. Aber ein Schleim und ein Vampir... ein Tag, ein neuer Tag ist angebrochen. Hat uns um 50 TP ungefähr geheilt. Das hat uns wahrscheinlich gerettet. Fürs Erste. Zumindest für den Kampf hier. Nee, später gibt es tatsächlich eine Heiltrankmechanik, die man freischalten kann. Aber aktuell können wir uns nicht heilen, außer eben wenn ein Tag vergeht. Oder wir durch Vampirismus oder einfach dadurch, dass Zeit vergeht. Aber da muss wirklich Zeit vergehen, das ist nicht hier im Planungsmodus. Heilt sich unser Held auch ein bisschen. Das heißt, auf dem Weg zum nächsten Schleim können wir zugucken, wie die TP ein bisschen nach oben gehen wenigstens. Oh, wartet mal, mit der Laterne, wenn ich die hier platziere, dürften aus den 4 Spinnen auf dem Feld hier 3 Spinnen werden, da ich das Limit der Monster auf dem Feld verkleinern kann. Immerhin, aber hier ist auch eine Vampirvilla. Nein, was habe ich getan mit diesen Vampirvillen? Jetzt müssen wir hier gegen 3 Spinnen und einen Vampir kämpfen. Bin ich bescheuert? Okay, hoffentlich droppt der Schleim vielleicht eine Vergessenkarte. Das würde uns jetzt retten. Nein, nur einen absolut nutzlosen Ring. Na, das schaffen wir nicht. Oh. Schade, schade. Okay, jetzt sind wir zum ersten Mal gestorben. Du bist im Kampf gestorben. Der Tod ist den Gefallenen nicht gnädig, aber bei dir hat er eine kleine Ausnahme gemacht. Behalte 30% aller gefundenen Ressourcen. Das ist natürlich schon bitter. Aber man darf die Krümel anscheinend doch mitnehmen, also habe ich vorher Blödsinn erzählt. Aber das ist natürlich schon bitter. Diese Metamorphose hier zum Beispiel wäre ein Rohstoff, den könnten wir echt super dringend brauchen. Den müssen wir hier lassen und ganz viele andere Sachen. Es gibt die Möglichkeit, dass man alles mitnehmen kann
aber für uns noch nicht. Wir müssen uns jetzt mit unseren 30% zurückziehen. So knapp vom Ziel. Ich lebe noch. Wie das? Dank uns. Eine kleine Gruppe von uns hat dich hergeschleppt. Es war nicht leicht. Wie konntet ihr die ganzen Monster zurückschlagen? Sie hatten mich fast umgebracht. Das ist auch interessant. Viele verschwanden direkt vor unseren Augen. Manchen konnten wir entgehen, aber ich glaube, die meisten Bestien waren schon fort, bevor wir das Lager verließen. Ich denke, deine Ausflüge sind zutiefst mit deinen Erinnerungen verbunden, mein Freund. Alles zerfällt, sobald du bewusstlos bist. Es wäre noch toll, wenn man einen Partner mitnehmen könnte. Das, soweit ich bis jetzt weiß, gibt es das zwar nicht, aber man schaltet später noch die Nekromantenklasse frei und dann hat man im Grunde seine eigenen Verbündeten dabei, wenn man so will. So, schauen wir mal, ob wir mit unseren popligen Ressourcen, die wir heimgebracht haben, irgendwas machen können. Leider nicht ganz. Aber fast. Ein bisschen was bräuchten wir noch. Dann starten wir jetzt einfach noch eine Expedition. Und ich schmeiße jetzt die Signalfeuer raus, weil die braucht niemand. Meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach. Und ja, keine Ahnung. Alle anderen Karten lassen wir mal, ne? Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, was die Punkte über den Karten bedeuten. Hier haben wir bei Fels, Berg und Wiese haben wir quasi einen schwarzen Kringel. Bei Spinne und Vampirschloss haben wir einen halb gefüllten Kringel. Hier oben bei Friedhof und Hain haben wir einen ganzen Kringel. Bei Vergessen sind es 2,5 von 3 Kringel. Ich weiß nicht genau, ob das so eine Art Seltenheitssystem ist oder so. Keine Ahnung. Weiß nicht genau. Aber wenn das die Seltenheit wäre, müssten viel mehr Schatzkammern droppen, wenn die genauso selten sind wie Felsen und Wiesen. Also keine Ahnung, was die bedeuten. Genau, und das habe ich auch gedacht, eben so Wahrscheinlichkeit, aber das kann, glaube ich, auch fast nicht stimmen. Naja. Vielleicht wird das irgendwann später erstmal noch relevant und erklärt. Vielleicht an der Stelle, an der ich noch gar nicht bin bis jetzt. Ein Vampirschloss und einen Felsen. Und Schleimhaut. Ich hätte einen Loop früher heimgehen sollen beim letzten Mal, aber ich dachte, wir schaffen noch eine Runde. Ich war zu gierig. Ja, eben, aber es gibt auch nicht wirklich ein Kostensystem. Ich kann ja die Karten einfach frei platzieren. Es könnte schon vielleicht, aber eigentlich auch nicht. Nee, ich habe mir gerade gedacht, vielleicht wie schnell sich da oben die Leiste füllt. Aber die Vergessen-Karte leert die Leiste. Aber der Theorie nach müsste sie, wenn ich sie spiele, die Leiste noch viel schneller füllen als alles andere. Also das kann auch nicht sein. Ich weiß es einfach noch nicht. Oben neben der Sanduhr, da stellt man nur die Spielgeschwindigkeit ein. Wie schnell sich der Held bewegt und wie schnell die Kämpfe gehen. So. Bauen wir uns hier einen Berg und ich bereite schon mal Wiese vor. Machen wir hier eine Laterne, dass die Kämpfe im Vampirbereich nicht out of hand geraten, nicht zu krass werden. Noch ein Vampirschloss. Was will ich mit so vielen Vampirschlössern? Aber gut, bauen wir hier unten auch noch ein Vampirschloss. Na gut, genau. Da oben baue ich einfach meinen Berg und Wiese außenrum um den Berg. Das muss ich nicht mehr erklären, oder? Ah,
Ein Ring, sehr schön. Verteidigung. Ein Hain. Ich baue die Gebiete, in denen ich vor allem kämpfen und farmen will, so wie die Haine jetzt, immer gerne direkt hinter mein Lager, weil dann kann ich am besten abschätzen, ob ich es noch schaffe oder nicht. Was nicht immer funktioniert. Ach, jetzt habe ich es hinter mein Lager gebaut. Er geht ja in die andere Richtung. Auch egal. Aber genau, ich glaube, das ist immer eine gute Strategie, die schwersten Zonen direkt vor seinem Lager zu bauen. Dann kann man es am besten abschätzen, ob man noch eine Runde wagen kann oder nicht. Wenn man frisch geheilt startet. Ein Schild braucht kein Mensch. Eine Wiese brauchen wir momentan noch nicht. Also doch, die Wiesen allein bringen ja auch schon was. Auch wenn sie noch keine Blumenwiesen sind. Ich glaube schon, dass es die Wahrscheinlichkeit ist. Leere Kreise gleich viel Wahrscheinlichkeit, volle Kreise weniger und einen halb noch weniger. Leere Kreise viel Wahrscheinlichkeit. Ja, aber grundsätzlich wäre das auch meine Theorie, Zagorak. Aber die Schatzkammern. Die Schatzkammern haben nämlich genau wie Berge, Felsen und Wiesen einen leeren Kreis. Und dann müsste ich der Logik nach ständig Schatzkammern kriegen. Aber die kriege ich nicht ständig. Im Gegenteil. Das ist das einzige Item, was eben nicht zu dieser Theorie passt mit der Wahrscheinlichkeit. Sonst würde ich das auch so vermuten. Die verflixten Schatzkammern machen uns wieder einen Strich durch die Rechnung. Hey, wir haben endlich ein Schwert gefunden. Ich dachte schon, wir kriegen keins mehr. Ach, weiter geht's. Okay, ein bisschen besseres Schwert. Die Spinnen vermehren sich wie die Spinnen. Da kommt jeden Tag wahrscheinlich eins, oder? Bringt einmal am Tag, genau. Ja gut, das geht natürlich schnell. Gebirge! Goblin-Lager. Ob ich das gleich vergessen soll, das Goblin-Lager? Direkt neben der Vampirburg auch noch. Na, schauen wir mal, wie schlimm es ist, bis wir da hinkommen. Was würde Leon S. Kennedy dazu sagen? Passt ganz gut in das Setting, ne? Mit so Dörfern und... Dörfer haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Gibt's auch. Aber das stimmt. Ich bin wirklich schon sehr gespannt auf Resident Evil 8. Ich hoffe, das wird cool. Die behaupten ja, oder... Die sagen ja, die haben ja gesagt, die Entwickler, dass der vierte Teil eine große Inspiration für die war. Und für mich ist der vierte Teil nicht nur die Krönung der Resident Evil-Reihe, sondern eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ich bin zwar immer noch kein Fan von First Person, auch wenn ich mich mittlerweile dran gewöhnt habe, aber Third Person wäre mir lieber. Aber trotzdem könnte das Spiel schon echt genial werden, ne? Ich hoffe, dass die den... Motivationsloop, der in Fallout 4, in Resident Evil 4 meine ich, so gut war, so gut hinkriegen wie damals. Auch in Resident Evil 8. Mit diesen Waffen-Upgrades, mit diesem
Schätze sammeln und dann die Waffen damit upgraden. Und dieser ewige Waffen-Upgrade-Eskalationszyklus, der dadurch entstanden ist im Spiel, dass dann am Schluss wirklich die Waffen absurd mächtig wurden, wenn man es zum zweiten oder dritten Mal durchgespielt hat. Das war einfach echt cool und echt lustig und echt motivierend. Ich hoffe, dass die das in Resident Evil 8 auch so gut hinkriegen. Einen Händler gibt's schon. Ich glaube, eine Waffen-Upgrade-Mechanik in dem Sinn hat man bis jetzt noch nicht gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe, die haben sowas drin. Das wäre cool. Viele geheime, versteckte Areale und viele Schätze soll es ja geben. Das Inventar ist wieder sehr Resident Evil 4, die Händlermechanik. Ja, es wird schon. Ich bin zuversichtlich, dass das gut wird. Ich glaube, ich nehme mal den Rapier. Der ist zwar ein bisschen schwächer, aber hat Vampirismus. Sonst aber nicht. Mal schauen. Ah, ein Schlachtfeld. Sehr gut. Die platziere ich auch immer sehr gerne direkt hinter meinen Lagerplatz, weil dann kriege ich gleich immer am Anfang von einem Loop einen Schatz. Hey, so viel Spinnenhöhlen. Was ist denn los mit dem Spiel? Komm schon. Ich weiß gar nicht, wo ich meine ganzen Wiesen noch platzieren soll. Hier unten ist noch Platz für Wiesen. Ja, machen wir auf jeden Fall noch eine Runde mindestens. Ich habe jetzt wieder Mountain Blade zu spielen angefangen. Das ist nämlich im Game Pass und abends, da habe ich im Wohnzimmer habe ich quasi so einen kleinen Bildschirm aufgebaut. An dem kleinen Bildschirm steckt die Xbox Series S. Und an dem großen Bildschirm am Fernseher steckt die PlayStation 5. Und während die Merlin an der PlayStation 5 irgendwas spielt, spiele ich dann oft auf der Xbox Series einfach irgend so Games Pass Spiele. Und da ist eben zum Beispiel aktuell auch Mountain Blade mit drin. Und das habe ich wieder angefangen. Und das ist schon einfach cool. Ich warte da schon sehnsüchtig auf den zweiten Teil. Bis jetzt habe ich es noch geschafft, mich davon fernzuhalten. Das gibt's ja schon im Early Access. Aber ich will eigentlich wirklich dazu übergehen, dass ich Spiele erst spiele, wenn sie als Vollversion, als 1.0 erscheinen. Weil zu oft habe ich mir Spiele schon kaputt gemacht oder halt einfach mich schon satt gespielt an den Spielen, bevor die auch nur ansatzweise fertig waren. Und habe so viele Features und so viel Spaß dadurch im Grunde verpasst. Haben einen ganz trockenen Mund. Genau. Deswegen kaufe ich gerade so Indie-Spiele gern schon auch Early Access, wenn ich davon ausgehe, dass es was Cooles ist, auf das ich mich freue. Aber warte mit dem Spielen meistens tatsächlich, bis die Feature complete sind. Und Mountain Blade 2 soll ja echt gut sein. Anscheinend wieder ziemlich also die Qualitäten des ersten scheinbar wieder ganz gut auch haben. Oder so. Insofern freue ich mich da schon drauf. Aber noch nicht. Noch freue ich mich nicht drauf. Hä? Keine Ahnung. Ich spiele Early Access, spiele auch nur einmal an und dann warte ich ab. Ja, genau. Früher habe ich ja alles im Early Access sofort gekauft und dann eben gespielt wie blöd. Aber wie gesagt, ganz oft war es so, dass dann die fertigen Spiele, also bis die Feature complete waren, bis die fertig waren, hatte ich eigentlich gar keinen Bock mehr. Und dann habe ich die nochmal angeworfen und habe mir die ganzen Features angeguckt und habe mir gedacht, ach ja, voll cool, was da jetzt noch alles dazugekommen ist. Aber eigentlich interessiert es mich nicht mehr. Und dann habe ich mich geärgert. Deswegen mache ich das nicht mehr.
Wobei es ein bisschen drauf ankommt. Ich überlege gerade, mir fällt kein Beispiel ein. Aber es gibt so Spiele, die funktionieren. Ah ja, genau. Slay the Spire zum Beispiel ist ein Beispiel dafür. Da hat es gut funktioniert, dass man das schon im Early Access spielt, weil da hat sich quasi am Spiel und am Inhalt des Spiels an sich nicht mehr viel geändert. Das war im Grunde schon im Großen und Ganzen fertig. Deswegen konnte man das schon mit all seinen Features komplett so erleben, wie es dann in der fertigen Version war. Die haben quasi nur neue Charaktere mit neuen Kartendecks hinzugefügt. Aber der erste Charakter, der in der ersten Early Access Version mit drin war, der war fertig. Und wenn man mit dem spielt, spielt man das Spiel heute noch genauso mit dem einen Charakter. Und dann haben die nach und nach andere Charaktere mit deren individuellen Kartensets hinzugefügt. Und das hat dann super funktioniert. Das kann ich dann auch gut im Early Access spielen, weil da habe ich ja quasi die gleiche Spielerfahrung und dann kommt aber quasi, ne, davon trennt dann neuer Content so ein bisschen. Eher wie so Add-ons oder sowas. Hey! Bluthain, sehr schön. Hainblut. Hey, jetzt wäre es mir fast lieber, wenn ich das Schlachtfeld hier hingesetzt habe, damit ich den Hain da hinsetzen könnte. Aber gut, geht auch so. Bei Starbound war es nachher auch enttäuschend, dass rassenspezifische Waffen von Early Access und Endprodukt entfernt wurden. Ah, aha. Okay, das wusste ich gar nicht. Dann haben die sogar noch was weggenommen quasi. Das ist ja komisch. Zu viele Wiesen. Ich baue die jetzt hier schon an die Berge ran. Ich kriege eh nicht mehr so viel Berge, dass ich die noch komplett umringen kann. Mit Gestein. Diese Goblin-Horden. So oft denke ich mir, ach, läuft gut, ey. Wir kommen gut voran, überhaupt kein Problem. Und dann so ein Rudel Goblins, in dem Fall auch noch mit Vampir. Ah, und schon ist unser Held halbtot. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, die Rüstung ist aber gut. Die nehmen wir. Das ist gut. T-Bone, Dankeschön für die Bits. Bitte ein Bit. Schatzkammer. Genau, hier guckt die Schatzkammer. Ein leerer Kringel. Ist unsere erste Schatzkammer in dem Spiel. Kann nicht sein mit der Wahrscheinlichkeit. Das kommt nicht hin. Auch wenn, ja, wie gesagt, ich hätte es mir auch gedacht, aber kann eigentlich echt nicht sein. So, noch ein Schlachtfeld. Ich pack's mal hier hin. Just a little bit. Ja, genau. Unser Gebirge ist massiv. Wir haben schon ziemlich viel maximale Lebensenergie. Bringt uns nur nichts, weil wir dauernd fast tot sind. Können wir noch so viel maximale Lebensenergie haben, wenn unsere Lebensenergie dadurch nicht steigt, ne? Aber so ist das eben. So, noch ein paar Rattenwölfe, dann sind wir im Lager. Und ehrlich gesagt, glaube ich, dann gehen wir heim. Dann lassen wir es mit der Runde. Unser Held hat ganz schön was abgekriegt. Wurde ganz schön vermöbelt in dem letzten Loop. Ich glaube, wir lassen es lieber sein. Es wären hier natürlich zwei Schätze zu holen, aber... Nein. Nein. Nehmen wir lieber die Ressourcen, die wir haben, mit. Aber wir sind echt nicht weit gekommen diesmal. Aber naja, so ist es manchmal. Ist halt auch immer ein bisschen Glück. Ein weiterer Erfolg. Du bist zurück und wir erinnern uns noch an dich. Unglaublich. Ja, es ist gut, wieder hier zu sein. Aber als Erfolg würde ich das kaum bezeichnen. Meine alten Erinnerungen an die Welt sind weg. Der Weg ist wieder leer und alles ist dunkel, wohin ich auch blicke. Interessant.
Tatsächlich erinnerst du dich also, dass es Dinge gibt, die du vergessen hast. Wir sollten eine Möglichkeit finden, das auszunutzen. Reden wir über etwas Positives. Wir haben es geschafft, hier aufzuräumen. Es ist Zeit für den nächsten Schritt. Was schwebt dir vor? Eine Erweiterung des Lagers. Wir haben alle möglichen Fachleute, von Köchen bis hin zu einem Alchemisten, aber die brauchen einen Platz zum Arbeiten. Die Materialien hier können wir jedoch nicht nutzen. Kaum wendet man sich von einem Zweig oder Stein ab, den man gefunden hat, und schon ist er weg. Ich fürchte nur, du kannst dieses Problem lösen. Die Materialien, die deine Ausflüge überstanden haben, scheinen sich immer zum Bauen zu eignen. Aber das sind bloß Steine und Zweige. Wie soll man damit etwas bauen? Seltsam, was? Mir ist es bei dem Feuer aufgefallen, das du gemacht hast. Die Dinge, die du erlangst, infizieren irgendwie alles Vergleichbare mit Stabilität. Nur in kleinen Mengen, aber immerhin. Selbst ein Zweig genügt, um eine Holzwand ohne ständige Aufsicht existieren zu lassen. Okay. Unsere Objekte, die wir finden, an die wir uns erinnern, stabilisieren scheinbar die Realität. Immerhin. Warum nicht? Okay, wir können jetzt entweder ein Gymnasium bauen oder eine Kräuterhütte. Schauen wir mal, was die bringen und was ist. Ups, ich habe mich verklickt, das wollte ich nicht. Team Bauen, danke nochmal für die Bits. Für die Hündchenbits. Cool. Was will Strong denn? Kann schon wieder kaputt hauen. Spinnt der? Es existiert eh fast nichts mehr. Und der will es auch noch kaputt machen, oder wie? Schauen wir mal. Ein Ort, an dem man dir beibringt, zu lesen, zu schreiben und hoffentlich und höflich zu deinem Lehrer zu sein. Körperliches Training hat allerdings Vorrang. Schalte die Fähigkeit frei, durch das Töten von Monstern auf Expedition besondere Eigenschaften zu gewinnen. Schalte die Karte Dorf frei. Das ist auf jeden Fall interessant. Mal schauen, was die Kräuterhütte macht. Die geschickten Hände der Kräuterfrau vergessen nie, wie getrocknete Kräuter zu mischen und Heiltränke zu brauen sind. Tränke heilen 4% der maximalen TP. Das ist am Anfang ein bisschen lausig, ne? 4% für so einen Heiltrank, aber das wird besser. Du kannst bis zu 3 Tränke mitnehmen, 2 Tränke werden im Lager aufgefüllt. Also, grundsätzlich und schalte Zump frei. Grundsätzlich beides ziemlich gut, aber ich glaube, wir fangen mit dem Gymnasium an und bauen das irgendwie mal hier so hin. Ah, so funktioniert das also. Statt dich an etwas zu erinnern, kannst du es einfach erneut lernen. Ein netter Trick. Das geschieht ohne böse Absicht. Ohne Bildung bliebe unsere Welt den Wilden überlassen. Du könntest allerdings auch ein paar Dinge lernen. Wir könnten uns alle zusammensetzen und unsere nützlichsten Kenntnisse und Fertigkeiten teilen. Nö, ich weiß schon alles, was ich wissen muss. Überlass das Lernen den Kindern. Deine erste Lektion, lerne das Lernen zu mögen. Das würde uns beide das Leben erleichtern. Ich glaube, den Kräuterbrauer könntest du auch bauen. Ich schau mal, wollte ich eh gucken. Ah ja, genau. Können wir beides machen. Perfekt. Dann baue ich den Kräuterkundler oder die Kräuterkundlerin. Es ist ein Wunder, dass wir fruchtbare Erde finden konnten. Und dass wir in der Lage waren, einige Samen, kostbare Heilkräuter zu retten. Doch das wahre Wunder ist, dass all diese Heilwickel und Balsame noch irgendeine Wirkung haben. Wir haben bereits viele Leute wegen der Katastrophe verloren. Es wäre schön, keine weiteren an Krankheiten zu verlieren. An diesen Tränken und diese Tränke können auch dir helfen. Nimm ein oder zwei Flaschen mit auf die Reise. Das erhöht deutlich deine Chancen, unversehrt zurückzukehren.
Cool, cool. So, mehr können wir jetzt momentan aber nicht machen, ne? Nee, leider nicht. Aber gut, immerhin. Upgraden können wir auch nichts. Aber wir haben jetzt ein paar neue Karten und ein paar neue Mechaniken freigeschaltet. Und zwar ganz interessante Mechaniken. Deswegen gehen wir jetzt gleich nochmal auf Expedition. Jetzt gucken wir nochmal in unser Deck. Wir haben jetzt die neuen Karten Dorf und Sumpf freigeschaltet. Die würde ich jetzt auch gerne mitnehmen, aber dafür schmeiße ich ein paar andere Karten raus, glaube ich. Ich lasse mal die Spinnenhöhle, das Spinnenkokon hier. Dafür nehmen wir das Dorf mit. Was macht der Sumpf gleich nochmal? Ach so, genau, ich lese auch mal das Dorf vor. Erst geben sie dir zu essen, dann lassen sie dich für sie arbeiten. Heilt beim Betreten 15 plus oder, ja, ich glaube, plus 5 mal Schleife TP. Und gibt dir einen Auftrag. Hier gibt es quasi Quests. Das darf man sich nicht zu komplex vorstellen. Sehr, sehr simples Questsystem. Das sehen wir gleich. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Karte, die wir unbedingt mitnehmen sollten. Und dann gibt es noch den Sumpf und ich glaube, den will ich gar nicht. Der Gestank bringt einem um. Oder vielleicht das Gift. Bringt alle 3 Tage ein Moskito hervor. Alle heilenden Effekte sind hier todbringend, mit Ausnahme von Tränken. Die halten noch zu dir. Also Sumpf kann man schon mitnehmen, die Karte, aber dann sollte man keine Items anlegen, die Vampirismus oder Selbstheilung über Zeit haben, weil sonst töten einem Sumpffelder. Gleichzeitig sind die natürlich gegen Vampire ziemlich gut, weil sich Vampire selber Schaden zufügen, wenn sie in einem Sumpf kämpfen. Nehmen wir die mal mit, um sie zu testen. Dafür. Nehmen wir die Friedhöfe raus. Wer braucht schon Skelette? Ich könnte theoretisch 12 Karten mitnehmen. Ich will nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die neuen Karten auch wirklich erscheinen. Okay, los geht's. Neuer Run, neues Glück. So, jetzt haben wir hier unten Heiltränke eben zum Beispiel. Deine treuen Reisegefährten heilt dich um 4% der TP, wenn dein Leben in Gefahr ist. Je weniger Tränke du hast, desto mehr weißt du sie zu schätzen. Und hier über der Energieleiste ist jetzt so ein kleiner blauer Ponöpel, wenn ihr den sehen könnt. Und wenn die Energie unter diesem Ponöpel fällt, benutzt unser Held den Trank automatisch. Auch das, wie viel anderes, können wir nicht beeinflussen. Je mehr Tränke der Held hat, desto früher nimmt er sie. Das ist eigentlich fast ein bisschen realistisch, ne? Und wenn er nur noch einen hat, hebt er sich den wirklich bis kurz vorm Schluss auf, wenn es wirklich sein muss. Aber wie gesagt, am Anfang heilen die gerade mal 4% der TP, sind also nicht gerade super. Aber hey, immerhin. Lieber 2x 4% TP heilen als nix. Und wie gesagt, die kann man upgraden und die werden besser. Aber gut. Hauen wir uns mal ein bisschen durch. Sammeln unseren ersten Loot wieder. Ach, eine Schatzkammer. Das ist interessant. Geht's gleich mal mit einer Schatzkammer los. Die bringt alleine gar nichts, ne? Nee. Aber die können wir plündern. Kriegen wir einen Haufen Ressourcen für unser Lager. Die umringen wir auch gleich. Hast du da mal ein Vampirhaus neben mein Dorf gesetzt, so nach dem Motto Vampire überfallen Menschen? Ja, habe ich gemacht und habe ich auch vor, das hier zu machen. Ohne zu viel verraten zu wollen. Aber da denkst du an was ist, ne? Richtiges. Okay, weiter geht's. Ah, Mistwiese, egal. Ja, hallo Katze da unten. Ah, unser erstes Sumpffeld, sehr gut. Ich lege jetzt hier unten schon mal einen Sumpf an, auch wenn wir noch gar keine anderen Karten haben, also keine Vampirvillen haben. Und später
mache ich dann aber auch Vampire in den Sumpf. Ah ja, ein Vampirschloss, genau. Das baue ich jetzt gleich mal hier zum Sumpf, weil wenn da Moskitos im Sumpf spawnen, dann kommen Vampire zur Unterstützung und dann sterben alle, weil sie sich selber umbringen. Trottel. Das wird gut. Ich befürchte nur, dass wir uns selber auch umbringen, weil ab und zu hat man einfach so gute Items, dass ich die dann doch benutzen will. Auch wenn es klüger wäre. Also ich meine, gute Items mit Selbstheilungseffekten, die ich dann doch benutze, auch wenn es auf Maps mit Sumpf gar nicht so klug ist. So, wir haben unser erstes Dorf. Das setze ich jetzt aber mal hier hin. Ziemlich am Anfang von unserem Loop einfach. Damit wir uns auch mal Quests erstmal holen können. Kartochen, du bist gerade... Oh. Hilfe. Ich werde gerade von einem Kater belagert. Komm, geh mal bitte weiter. Jetzt habe ich wieder ganz viele Haare dann an meinem Popschutz und während ich rede dann auch in der Nase. Aber so ist das eben. Das ist immer gefährlich, wenn man das Spiel spielt, weil sich der Kater dann immer an meine Hand schmust, die ich auf der Maus habe, und dann immer irgendwelche Tasten drückt. Dass da schon alles passiert ist. Vor allem bei so einem Spiel. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ja, machen wir einfach weiter. Wir haben noch gar keine Waffe gefunden. Unser erster Loop ist fast abgeschlossen und wir haben noch gar keine Waffe. Aber nicht nett. Dafür haben wir noch ein Dorf. Das ist gut. Das baue ich jetzt mal hier. Baue ich gleich hinter das erste Dorf. Aha, jetzt haben wir zwei Dörfer gebaut. Jetzt ist hier ein Banditenlager erschienen. Die meisten darin... Ihre Armut gegen das Leben eines anderen einzutauschen. Achso, die Meister. Die Meister darin, ihre Armut gegen das Leben eines anderen einzutauschen. Bringt alle zwei Tage auf einem angrenzenden Feld einen Banditen hervor. Banditen bevorzugen Dörfer, erscheint für je zwei Dorffelder. Na dann, weiter geht's. So, Moment. Muss ich ganz kurz pausieren nach dem Kampf. Oh, die Kiste ist in Wirklichkeit ein Nachahmer. Okay. Eine lebendige Monsterkiste. Wenn wir sie besiegen, kriegen wir aber trotzdem Schätze. Wäre sehr nett, wenn unter den Schätzen vielleicht mal eine Waffe wäre. Weil es ist lächerlich, wie wenig Schaden wir machen. Lächerlich. Aber okay, immerhin eine echt gute Rüstung, da kann man nichts sagen. Und, ein guter Ring mit Vampirismus, 7%. Ich nehme ihn trotzdem. Die meisten Felder sind noch kein Sumpf. Insofern passt das schon. So, wir haben jetzt Quests erhalten, durch dem, dass wir die Dörfer durchquert haben. Durch das Durchqueren der Dörfer haben wir Quests erhalten. Und ein bisschen TP-Gehalt auch. Und jetzt sehen wir hier auf der Karte so Monster mit kleinen Krönchen über den Köpfen. Das sind jetzt unsere Questgegenstände quasi, unsere Aufträge. Die Monster sind jetzt ein bisschen stärker oder sogar deutlich stärker als die normalen Monster dieser Art. Wenn wir die besiegen, kriegen wir aber Erfahrungspunkte. Und vielleicht ist euch schon der kleine gelbe Balken unter unserem grünen Balken aufgefallen, der jetzt neu ist. Das sind jetzt unsere EP. Wir kriegen jetzt Erfahrungspunkte fürs Töten von Monstern und besonders viel fürs Abschließen von Quests. Und wenn die Leiste voll ist, dürfen wir uns sogar Fähigkeiten oder auch passive Eigenschaften oder irgendwelches... Wie nennt man so Dinger? Perks halt aussuchen. Genau.
So, hier haben wir jetzt unseren Heldenschleim quasi, der mit den gelben Rahmen. Und wenn man die jetzt vergleicht, hat der deutlich mehr Lebensenergie. Sonst eigentlich nix, ne? Das ist es anscheinend auch. 200% TP. Okay. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das Spiel kaufen muss? Also, wie gesagt, ich kann das sehr empfehlen. Sonst würde ich es heute nicht streamen. Nur deswegen wollte ich euch das heute unbedingt zeigen, weil es wirklich großartig ist. Okay, ich baue mal hier noch ein Dörfchen. Und über das Dorf baue ich ein Vampirschloss. Und jetzt ist das Dorf ein besuchtes Dorf. Einen hungrigen Vampir konnten die Bauern nicht abwehren. Doch gegen dich können sie sich zur Wehr setzen. Bringt einmal pro Schleife bis zu 4 Ghule hervor. Verwandelt sich nach 3 Schleifen in etwas Nützliches. Das heißt, wir müssen jetzt 3-mal dieses ghoul-verseuchte Dorf durchqueren. Aber dann passiert was Gutes. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Wenn es zu schlimm wird, können wir das Dorf zum Glück wieder vergessen. Ich habe gerade eine Vergessenskarte bekommen. Aber schauen wir mal. Vielleicht gar nicht notwendig. So, Schatzkammer geplündert. Eine interessante Rüstung haben wir bekommen. Weniger maximale TP. Dafür mehr Angriffstempo. Ich glaube nicht, dass wir die nehmen. Ah, stopp. Aber die Felsen platziere ich nicht. Einfach prall gefüllt. Hier ist irgend so eine ganz kleine Fliege, die dauernd hier irgendwie rumfliegt, weil hier das Licht ist. Es ist keine Mücke zum Glück. Ich glaube, es ist so eine Fruchtfliege. Eine Fluchtfliege. So, noch ein Schlachtfeld. Ein paar Wiesen. Ja, warum nicht? Ein Moskito und ein Vampir. Jetzt sind wir auf dem Sumpfgebiet. Jetzt haben wir leider ein bisschen Vampirismus. Das heißt, wir machen uns mit jedem Schlag ganz wenig Schaden. Der Vampir und der Moskito haben sich aber quasi jetzt fast selber gekillt. Das ging jetzt alles sehr schnell, ne? Aber wir haben endlich eine Nahkampfwaffe bekommen. Oh mein Gott, ey. Puh. Sehr schön. Ein Hain. Ich mach mal hier einfach für den Hain. Keine Ahnung. Ist ja wurscht. Ganz schön viel Schleims hier. Plötzlich. So, unser Gebirge ist fertig. Damit erscheint leider auch ein Goblin-Lager, aber da muss man durch. Naja, können wir unseren Hain gleich zu einem Bluthain machen. Bluthain, davon gibt es übrigens auch noch eine Abwandlung. Wenn wir noch ein Bluthain kommen, dann zeige ich euch das vielleicht mal noch. Ist aber keine sehr gute Abwandlung eigentlich, aber trotzdem. Ist wieder ein Questschleim. Der ist uns gerade noch in die Arme gelaufen, der Goblin. Aber einer allein ist nicht schlimm. Die sind nur gefährlich, weil sie immer in Rudeln auftreten. Okay, mehr maximale TP und ich tausche Verteidigung gegen Konter. Weiß ich nicht. Ich nehme ihn. Wegen der maximalen TP. Okay, erster Loop geschafft.
Also es war schon der dritte, aber der erste Loop seit das besuchte Dorf da ist. Und jetzt, na gut, los geht's. Müssen wir das Dorf durchqueren. Mal schauen, ob wir 3 Runden schaffen. Wird schon hart. Aber wir werden es versuchen. Hey, ich erinnere mich nicht an dich. Du siehst nicht aus wie jemand von hier. Weil ich nicht von hier bin. Verstehe. Und du denkst, du kannst einfach hier herumstreifen, ohne dass das Folgen hat? Weißt du, die Zeiten sind hart. Nichts zu beißen, nichts zum Anfeuchten der Kehle. Und wir bekommen es mit Fremden zu tun, denen unsere Armut gleichgültig ist. Was? Hältst du dich für was Besseres? Nein. Habe ich richtig geraten? Ist das die korrekte Antwort? Denn mich beschleicht das Gefühl, dass das eine dieser Fälle ist, in denen meine Antwort null Einfluss auf das hat, was gleich geschehen wird. Oh, du bist einsichtig. Und das ist auch das Einzige, was du heute behalten wirst. Halt, stopp! Wir haben einen Ring bekommen, der eventuell besser ist. Der ist viel besser, aber ist auch ein bisschen mehr vampiristisch. Ah, trotzdem. Deswegen nehme ich Sumpffelder nicht gerne mit, eigentlich. Ich wollte das jetzt mal mitnehmen zum Vorführen. Aber ich bin kein Fan von Sumpffeldern, weil ich viel zu gerne Vampirismus und Selbstheilung benutze. Das ist halt doof. Wenn ich es mir recht überlege, sind selbst Mörder und Diebe Teil dieser Welt. Falls meine Mission darin besteht, alles zur Normalität zurückzuführen, sollte ich mich dann freuen, dass sie wieder auftauchen? Andererseits ist auch die Abscheu vor Mord und Diebstahl Teil dieser Welt. Ich denke, ich schulde es niemandem, mich zu freuen. Oh, ein Schild. Sehr gut. Eine Rüstung. Nicht so gut. Nehmen wir nicht. Hey! Uiuiui. Okay. Erstens, Schwert. Ja, nehmen wir. Zweitens, ein Level Up. Tada! Jetzt können wir hier eine von 3 Eigenschaften wählen. Entweder schützendes Dogma. Nachdem diese Eigenschaft gewählt wurde und nach jeder Schleife erhält der Held einen Schutz, was eine Schutzleiste, die 65% seiner maximalen TP entspricht. Bei Schaden gegen sie wird die Verteidigung ignoriert. Das heißt quasi, wir kriegen 65% unserer TP als Schutzschild. Das muss erstmal kaputt gehauen werden, bevor wir überhaupt Schaden kriegen. Bei jeder Schleife wird das erneuert. Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Dann haben wir neue Überlegung. Du erhältst einen neuen Satz von 3 Eigenschaften. Okay, da können wir uns einfach nochmal 3 andere Eigenschaften anschauen, falls keine dabei ist, die wir brauchen. Und dann haben wir noch selige Unwissenheit. Gewährt eine Handvoll Vergessenkarten. Ab sofort heilt die Nutzung von Vergessenkarten den Helden um 10% seiner maximalen TP. Das ist wirklich nicht schlecht. Meine ganze Hand wird angefüllt mit so Vergessenkarten und ich kann mich, wenn ich so eine ausspiele, um 10% heilen und gleichzeitig irgendwas vergessen, das ich nicht auf der Karte haben will. Schon auch cool. Ich schwanke, ehrlich gesagt, zwischen schützendes Dogma und selige Unwissenheit. Bei schützendes Dogma so ein Schutzschild ist schon auch gut. Ach komm, nehmen wir selige Unwissenheit. So, jetzt passt mal auf, weil vorher auch die Frage war, zu was überschüssige Karten werden. Die werden zu Fragmenten der Erinnerung. 10 Fragmente bilden ein vollständiges Buch der Erinnerung. Das ist eine ganz eigene Ressource. Ich weiß nicht genau, für was man die braucht, aber ich wüsste keine andere Methode, wie man die kriegt, ehrlich gesagt. Insofern, na gut, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Karten des Vergessens auf der Hand. 13 Objekte auf der Karte können wir uns jetzt einfach wegwünschen.
und wir heilen unseren Helden dadurch noch zusätzlich. Das ist ziemlich cool, aber jetzt müssen wir erstmal den Kampf in dem Dorf, in dem besuchten Dorf überstehen. Die sind nicht ohne, aber die Ghule sind auch nicht so schlimm. Das kriegen wir, glaube ich, hin. So, wir haben einen Sumpf gezogen. Schau dir mal da unten zu dem anderen Sumpf. Keine nützlichen Items. Will ich irgendwas vergessen überhaupt? Ehrlich gesagt, aktuell nicht. Ich heb mir die Karten jetzt wirklich auf, falls ich irgendwie mal geschwächt bin und ganz super gefährliche Gegner kommen. Bei so ein paar Wolfsratten, die hauen wir. Ich überlege ehrlich gesagt, ob ich die Sümpfe da unten nicht vielleicht vergessen will. Wir haben jetzt 1,2 Regeneration pro Sekunde und 8% Vampirismus. Auf den Sumpffeldern wirkt das gegen uns. Das ist halt eher doof. Da bin ich mir echt nicht sicher, ob ich das will. Schatzkammer geplündert. Zwei interessante Schwerter. Ich nehme jetzt in dem Fall lieber das hier, weil das keine Regeneration und keinen Vampirismus hatte. Ach verdammt, ich hätte den Berg und die Wiese noch spielen sollen. Ah, so viel Karten des Vergessens vergessen. Aber dafür haben wir jetzt schon ziemlich viel Kartenfragmente, was schon auch echt nicht schlecht ist. Tut im ersten Moment weh, wenn man so Karten hergeben muss, aber andererseits kriegt man dadurch Bücher des Vergessens. Na, gehen wir einfach durch den Sumpf. Wird schon nicht so schlimm werden, der eine Moskitokampf da. Überhaupt kein Problem. Zodala, der Dolch ist schon nicht schlecht, aber behalten wir das, was wir haben. Oh, ich glaube, ich nehme lieber das Schild. Lieber ausweichen als kontern. Lieber nicht getroffen werden, als zurückhauen dürfen, finde ich. Okay, wir haben zwar eigentlich relativ viel Lebensenergie, aber ich glaube, ich vergesse jetzt mal die drei Goblins da oben. Das muss nicht sein. So ein Goblin-Kampf, der macht einen schnell mal kaputt, unnötigerweise. Den sparen wir uns. Eine zusätzliche Vampir-Villa. Ich pflanze den mal hier hin. Dann wird nämlich der angeschlagene Vampir von dem vom Bluthain verschlungen. So, wieder ein Loop geschafft. Wir sind super geheilt, wir haben gute Ausrüstung, wir haben noch ganz viel vergessen Karten. Wunderbar. Weiter geht's. Marschieren wir jetzt einfach mal ein bisschen zügiger durch. Oh, ein Geist! Oh, Pause! Nämlich super witzig. Ab und zu, mit einer ganz geringen Wahrscheinlichkeit, und ich find's echt lustig, kann manchmal, wenn ein Geist besiegt wird, der Geist eines Geistes erscheinen. Ein untoter Schwarm. Das finde ich sehr lustig. Die sind nicht besonders stark oder besonders nervig. Ich find's einfach einen netten Gag, dass Geister auch manchmal Geister haben. Und ganz selten? Nein, okay. Dann will ich's nicht spoilen. Aber da gibt's noch mehr. So, ich habe jetzt hier eine Laterne aufgestellt, damit wir es hier nur noch mit 3 statt mit 4 Ghulen zu tun kriegen. Das macht uns das auch ein bisschen leichter. Oh, hier haben wir unseren ersten Blutklumpen. Kann manchmal auf den Schlachtfeldern neben Schätze erscheinen. Erinnert mich so ein bisschen. Ich muss da immer an, wie heißt das? Verdammt. Jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Wartet mal kurz, ich muss mich schnell konzentrieren. Lassen wir das Spiel währenddessen weiterlaufen.
Nee, mir fällt es nicht ein. Das Spiel von Shinji Mikami, nachdem er Capcom verlassen hat. The Evil Within, genau. An The Evil Within erinnert mich die Figur immer ein bisschen. An dieses langhaarige Mädchen mit dem Clown, das aus der Blutpfütze steigt. Da muss ich bei den Blutklumpen immer dran denken. Hi Bad Wolf, wie geht's? Genau, schaue ich mir gleich an. Ich habe schon gesehen. Jetzt im Kampf gerade. Also, die Rüstung wollen wir wegen den Sümpfen nicht, weil die regeneriert uns zu viel. Da könnte man tatsächlich so einen Ring anlegen, eben damit wir unseren Vampirismus absichtlich verlieren. Dafür kriegen wir mehr Angriffstempo und mehr Schaden. Genau, passt. Mehr brauchen wir nicht. Weiter geht's. Mir geht's auch ganz gut, dankeschön. Ah, noch ein Goblindorf. Wie viel Energie haben wir? Ich vergesse das gleich wieder. Weg mit dem Goblindorf. Ich will keine Goblindörfer. Dafür bauen wir hier noch eine Wiese und den Hain vergrößern wir auch ein bisschen. Ein Dorf. Och, cool. Ich baue das mal gleich hier hin. Dann kriegen wir gleich noch eine Quest und werden geheilt, wenn wir durchlaufen. Und da oben könnten wir noch ein bisschen Wiese und Felsen bauen. Aber der Sumpf wird jetzt schon ein bisschen gefährlich. Wir haben keine Selbstheilungskräfte mehr. Na, dann kommen wir gut durch den Sumpf wahrscheinlich. Hier haben wir eine Quest-Wolfsratte. Warte mal, der Rapier, den habe ich mir den schon angeguckt. Ach so, der hat zu viel Vampirismus, ne? Schade. Oh, wir sind aufgestiegen. Cool. Also, Überlebenskünstler. Wenn deine TP unter 30% fällt, wird deine Regeneration verdoppelt. Naja, jetzt haben wir so viel Sumpf da unten, da machen wir das lieber nicht. Nachschub, der Held lässt 10% seiner Funde im Lager, wenn er das Lagerfeuerfeld durchquert. Kann man es ein bisschen safe spielen, dann lässt der Held wenigstens immer so 10% von seinem Loot gleich automatisch im Lager, kann man es nicht mehr verlieren. Naja, nicht schlecht. Salto, 35%ige Chance beim Ausweichen einen Konterangriff auszuführen. Also wenn man einen sehr hohen Ausweichwert hat, macht das durchaus Sinn, dass man das nimmt, wenn man dann eben immer wieder mal beim Ausweichen zusätzlich zurückschlägt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was wir nehmen. Ich glaube, ich nehme das, dass unser Held 10% seines Lootes im Lager lässt. Dann können wir vielleicht ein bisschen mehr riskieren. Noch ein Dorf. Schön. Das baue ich hinter die Sümpfe. Ah, und wir haben noch einen Bluthain. Super, jetzt passt auf. Den Bluthain bauen wir hinter den anderen Bluthain. Jetzt hat dieser Bluthain nämlich keine direkte Anbindung an einen Hain, sondern nur an einen Bluthain. Und deswegen wird daraus ein hungriger Hain. Ein Bluthain, der seine Verbindung zum Wald verloren hat. Was steht da? Seine vernunftwidrige Existenz quält ihn beständig. Greift gelegentlich den Helden an, 17 Schaden, verschlingt aber Gegner bei weniger als 20% TP. Also eigentlich mache ich diese Bluthaine nicht gerne, wenn ich wirklich spiele.
aber jetzt zum Tor führen, das geht quasi auch. Ein Hain, ein Bluthain, der von einem Hain abgeschnitten wird, wird zu einem hungrigen Hain, wird noch mächtiger, frisst deine Gegner schon früher, aber attackiert auch manchmal dich. Das will man eigentlich nicht. Das ist Loop Hero, heißt das Spiel. Das ist relativ neu, von Devolver veröffentlicht. Aktuell glaube ich leider nur auf Steam oder zumindest nur am PC verfügbar. Aber da das auf Steam gerade sehr durch die Decke geht und Devolver ja quasi ein erfahrener und eigentlich riesiger oder sehr großer Indie-Entwickler ist, Publisher ist, gehe ich fest davon aus, dass das Spiel schon relativ bald auch auf den Konsolen landen wird. Traue ich mich wetten. Okay, machen wir weiter. Warte mal, Lebensenergie ist gerade ein bisschen niedrig. Ich glaube, ich vergesse da oben das Goblin-Dorf mal. Das brauchen wir wirklich nicht mehr. Und wisst ihr was? Die Goblins vergesse ich auch gleich schon mal. Dann sind wir wieder einigermaßen fit. Das ist jetzt gut, wir heilen uns nämlich nicht mehr selber und die beiden bringen sich quasi selber um, weil sie sich selber heilen wollen, indem sie mein Blut trinken. Und das finden die Schimpfe nicht gut. Das macht einem Vampire schon relativ leicht, ne? Die töten sich halt einfach fast alleine. Da muss man nicht viel nachhelfen. Naja, ein bisschen muss man halt schon nachhelfen, aber trotzdem. Oh, da sind gleich zwei Questgegenstände. Zwei Questgegner auf einmal. Krass, aber die haben wir gut geschafft. Ein Schild, das uns wieder Vampirismus bringt. Aber das schon echt gut ist, deswegen nehme ich's. Die Sümpfe haben wir eh hinter uns jetzt schon fast. Ein Kampf noch, naja. Hätte ich auch noch warten können, ne? Zu spät. Eine Schatzkammer. Ist ja nur ein bisschen Vampirismus. So viel werden wir natürlich selber verletzen dadurch. Noch ein Schlachtfeld. Gut. Mein Gott, noch ein Sumpf. So viel Sumpf. Der Sumpf wird echt riesig, schon langsam. Level 5 Ring. Nee, lassen wir. Eine Harpie. Jetzt habe ich gar nicht dran gedacht. Jetzt habe ich den hungrigen Hain zu einem Bluthain gemacht, weil er wieder Hain-Anbindung hat. Aber gut, auch nicht schlimm. Ist mir eh lieber eigentlich. Wir haben es geschafft. Wir haben genug Loops gemacht, dass das besuchte Dorf zu einem Land des Grafen wird. Das Dorf gedeiht unter dem Schutz des Vampirs und seine Bewohner sind sehr großzügig. Halt beim Betreten 115 TP gibt dir eine Auftrage mit einer besseren Belohnung. Eine Auftrage? Ja, genau. Oder so ähnlich. Wir haben jetzt quasi ein Superdorf daraus gemacht. Das ist quasi, ne, der Vampir kann seinem Hunger nicht widerstehen, überfällt das Dorf und das ist echt scheiße. Aber dann, wenn sich alles eingependelt hat, sind Vampire gut für Dörfer. Okay. Dann machen wir jetzt noch einen Loop, auch wenn ich ein bisschen Angst habe. Weil der Sumpf echt schon riesig ist. Ich darf jetzt wirklich, wenn es noch so verlockend ist, nichts mehr mit Vampirismus, nichts mehr mit Selbstheilung pro Sekunde. Oh, Stufe 5 Rapier. Gut Schaden, sehr gut Schaden. Aber Regeneration und Vampirismus. Ah. Gerade habe ich noch... Ne, wirklich nicht. Ich bringe mich, wenn ich
mit dem Rapier dieses riesen Sumpfgebiet betrete, ist es bekloppt. Ich könnte natürlich noch sehr viel vergessen, aber ich kann nicht mehr den ganzen Sumpf vergessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, nee, ist egal. Dann halt nicht. Diebe. Die weichen dauernd aus, ich hasse die. Oh, da war gerade noch kurz ein Geist, ne? Der ist so schnell gestorben, ich habe es kaum mitbekommen. Da ist noch kurz ein Geist aus dem Dieb geschlüpft. Ja, da ist wieder so ein Blutklumpen. Und ein Geist. Okay, was haben wir denn hier für einen Ring? Regeneration und Vampirismus. Das Spiel mag mich gerade nicht. Vampirismus kann... Nee, geht nicht. Geht nicht. Naja, wie gesagt, ne? Jetzt versteht ihr, warum ich eigentlich keine Sümpfe mitnehme. Ich finde, die haben irgendwie... Na, so Risk... Reward ist hier nicht so gut gebalanced. Die sind irgendwie einfach nur doof. Und bringen nicht so super viel. Vielleicht kommt das hier noch. Vielleicht gibt es später mal noch Gegner, die irgendwie super unsterblich sind. Und dann hilft einem sowas, weil die super Selbstheilungskräfte haben. Aber allein für Vampire braucht man das eher nicht. Hallo! Zero Winds. Wie darf man dich nennen? Mich? Oh, wie du willst. Mein Gamer-Tag ist meistens Zeppoloni. Aber Landsquid ist auch okay. Das ist... Oder... Ja, genau. Ist alles okay. Dann nenne ich dich Tintenfischreiter. Ist auch gut. Moment mal. Tintenfischreiter? Nee, wenn dann Vogelreiter. Wir haben Aufmerksamkeit erregt mit unseren Machenschaften hier. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir den Loop schaffen, weil der Wald hier und das Sumpfgebiet. Jetzt kommt echt eine harte Passage. Wir können aber noch viel vergessen und uns gut heilen. Aber schauen wir mal. Mir geht's ganz gut. Dir. So, durchkämpfen. Hilft nix. Was haben wir denn hier? Ein Fleischgolem. Lebendig und Pflanze hat eine Seele. Okay. Der wird interessanterweise nicht von den Blutmakroben verschlungen. Ich glaube, der kommt aus dem Bluthain. Aber unter welchen Bedingungen? Schauen wir uns mal das Zeug an, das wir hier bekommen. Grundsätzlich echt gut. Aber bitte, ja, das ist gut. Okay, den können wir nehmen. Den benutzen wir. Vampirismus und Regeneration. Vampirismus und Regeneration. Nope. Aber die Schatzkammer können wir noch plündern. Sehr gut. Oh, guckt euch das an, ey. Meine Güte. Ein riesen Rudel Wolfsratten plus Vampirlord auch noch. Da zieht uns die Lebensenergie runter. Zwei Heiltränke mussten wir jetzt schon trinken, Mensch. Verdammt nochmal. Das geht dann immer plötzlich so schnell. Eieiei, aber die Waffe wäre grundsätzlich gut. Und Umschlag, Verteidigung, guter Schaden, die nehmen wir. Okay, ich befürchte, ich muss jetzt ein paar Sachen vergessen, weil sonst kommen wir hier nicht mehr lebend raus. Hier wird jetzt mal ganz viel Sumpf vergessen. Das wird mir zu gefährlich da unten. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich vergesse auch lieber hier das Waldgebiet. Den Rest
Kriegen wir hin. Vorerst. Warten wir mal ab. Ein Dorf. Gut, gut. Ein zusätzliches Dorf. Kann ich uns irgendwo in den Weg bauen? Kriegen wir wieder ein bisschen Heilung. Jo, mach's gut, du Kluro. Ciao. Gute Nacht. Hey, der Doc. Hallo. Danke fürs Abonnieren. Klasse Video, was heute veröffentlicht wurde. Was wurde denn heute für eins veröffentlicht? So, Della, ich baue uns jetzt hier mal ein Dorf. Dann werden wir nach den Schimpfen noch mal ein bisschen geheilt. Und keine Ahnung. Bin noch eine Laterne. Und ich baue mal da hinten noch ein Vampirschloss. Wird schon gut gehen. Los geht's. Ein neues Fallout-Lore-Video. Das war, glaube ich, schon am Sonntag, wenn mich nicht alles täuscht. Die Timeline, oder? Da sind wir jetzt fast am Ende. Ich habe die Tonspuren jetzt schon fertig eingesprochen. Ich muss die noch schneiden und muss noch die Videos dazu machen. Aber ich glaube, das sind noch 2 oder 3 Videos und dann ist Schluss mit voller Timeline. Tatsächlich. Hätte nicht gedacht, dass das noch ein Ende findet. Crazy. Wird echt Zeit jetzt für einen Nachfolger. Ich rufe jetzt dann morgen mal bei Bethesda an und sage, Leute, meine Timeline-Videos sind zu Ende. Jetzt aber mal hier, zack, liefern. Ich glaube, ich vergesse das Sumpfgebiet da vorne lieber auch noch. Sonst kommen wir hier nicht mehr lebend raus. Okay, ein Dorf hat uns geheilt. Gut, das ist gut. Das ist ganz gut. Ich habe ja irgendwie so ein bisschen die Vermutung, dass Bethesda einfach gerade mit einer neuen Engine arbeitet. Ich glaube, die haben ihre alte Engine entweder sehr stark überarbeitet oder wirklich fast komplett modernisiert. Und deswegen dauert jetzt gerade alles so lang. Ich glaube, die haben Fallout 76 noch so ein bisschen zwischengeschoben, so mit der alten Engine, damit man noch ein bisschen Kohle damit verdient. Und jetzt dauert es halt, bis dann eben ein Starfield oder ein Elder Scrolls und geschweige denn ein neues Fallout kommt, weil die jetzt, glaube ich, sich erst mit der neuen Engine dann wieder eingrooven müssen. Die haben halt seit 30 Jahren mit der gleichen Engine gearbeitet. Da hat man natürlich einen ganz anderen Workflow. Und jetzt, wenn die dann wirklich das krass modernisieren, stark verändern, müssen die im Grunde erst wieder lernen, wie ihre Arbeit funktioniert. Ich vermute, dass man deswegen so lange nichts mehr von irgendwas von Bethesda gehört hat. Und vielleicht ist ja auch diese Microsoft-Übernahme noch so ein bisschen dazwischen gekommen, dass man da erstmal noch mit Ankündigung zumindest jetzt gewartet hat. Okay, das wird zwar jetzt ein bisschen hart, weil die einen Helden, also ein Quest-Greifen-Mädchen ist, hab hier. Aber, nein, ich dachte, vielleicht kriegen wir ein Level-Up durch sie. Aber leider hat es nicht gereicht. Und jetzt vergesse ich noch schnell ein paar Vampirwillen, damit wir uns heilen. Weil jetzt können wir uns entweder zurückziehen, unsere Schätze nach Hause bringen und so tun, als wäre nichts gewesen. Oder aber wir bleiben und stellen uns dem, was auf uns aufmerksam geworden ist. Normalerweise, weil unser Held ist nicht besonders gut geworden in dieser Runde und wir sind ziemlich angeschlagen und so weiter. Normalerweise würde ich mich sofort zurückziehen. Aber weil es jetzt schon fast 9 ist und ich heute um 9 schon Schluss machen will, ups, ich habe gerade mein Kopfhörerkabel rausgezogen, bleiben wir, weil jetzt schauen wir uns natürlich an, was jetzt kommt. Unser Ende, kann ich schon mal sagen, aber gut.
Wie ist das überhaupt möglich? Völlig richtig. Du hast mich nicht verschlungen, so wie den Rest der Welt. Habe ich nicht? Glaubst du wirklich, das war nicht der Fall? Wovon redest du? Ich stehe doch direkt vor dir. Ich habe deine gesamte Realität zerstört. Jedes ihrer Elemente. Tibon, danke schön. Vergiss den Feierabend nicht. Hä? Meinst du jetzt dann? Nee, den vergesse ich nicht. Ich habe deine gesamte Realität zerstört. Jedes ihrer Elemente ruht jetzt in einer separaten Dimensionstasche. Räume, Lebewesen, Informationen, sogar Erinnerungen. Sie werden dort bleiben, bis die Entropie ihr Werk verrichtet und alles zu einer gleichförmigen statischen Masse macht. Die Entropie. Das ist irgendwie nett, weil ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn ihr ein bisschen naturwissenschaftlich interessiert seid, wisst ihr vielleicht quasi, dass letztendlich unserem Universum quasi der Wärmetod, das Ende durch Entropie droht, weil sich einfach mal durch Naturgesetze, die wir nicht beeinflussen können, alles gleichmäßig verteilen muss im Raum. Und diese hohe Anordnung von Masse, wie sie aktuell Planeten oder sogar schwarze Löcher oder auch wir quasi, diese geordneten Strukturen, die es jetzt gibt, die können nicht ewig existieren. Alles muss zerfallen. Entropie bedeutet, das Universum wird sich gleich, alle Materie und Energie im Universum wird sich früher oder später gleichmäßig verteilen und dann ist quasi nichts mehr übrig, außer leerer Raum voller einzelner Atome oder Elektronen, Protonen, die gleichmäßig voneinander verteilt aufgeteilt sind. Das wird das endgültige Ende des Universums sein. Kann man nichts dagegen machen, aber keine Sorge, dauert noch ein paar Zeiteinheiten, für die ich keine Worte habe. Wahrscheinlich nur ein paar hundert Milliarden Jahre oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die hier quasi dieses Konzept der Entropie und das Ende von allem aufgrund dieser Entropie anscheinend quasi so ein bisschen in so einen Fantasy-Kontext gepackt. Und dieser Lich hier ist quasi die Verkörperung dieser Entropie im Grunde. Und das finde ich nett. Naja, mitsamt dir natürlich. Was hat er davor gesagt? Sie werden dort bleiben, bis die Entropie ihr Werk verrichtet und alles zu einer gleichförmigen statischen Masse macht. Mitsamt dir natürlich. Du bist verrückt. Also, was haben wir hier? Ich verstehe. Du hast einen Weg gefunden, mit anderen Teilen deiner Realität zu interagieren, sie zu ordnen, zu kombinieren und zu verbinden. Doch wie? Ich erkenne keine außergewöhnliche Gabe, kein besonderes Wissen in dir. Du begreifst doch kaum, was geschieht, nicht wahr? Ich sage dir, was geschieht. Ein Knochenhaufen schlachtet meine Welt ab und glaubt, er käme damit davon. Du bist bereits zum Scheitern verurteilt und du weißt es. Vielleicht bist du nur der Erste in einer Reihe systematischer Fehler, ein Problem, dessen Lösung ich lernen muss. Dann lass uns keine Zeit verschwenden. Ich glaube nicht, dass du in der Lage bist, Reue zu empfinden, aber das wird sich gleich ändern. Das werde ich gleich ändern. Na gut, wie gesagt, ich habe keine Chance gegen den Lich. Nicht mit dem Helden, den wir hier jetzt haben. Der zerstampft uns jetzt ungespitzt in den Bodenrand uns der. Aber gut. Trotzdem ein schönes Ende für den Stream heute. Ah, die guten Rohstoffe. Jetzt kann ich es auch spoilen. Der Lich ist im Grunde der erste von vielen, oder? Zumindest mehreren Endbossen. Ich weiß nicht, wie viele. Und wir können den Lich öfter besiegen und seine Köpfe sammeln. Und wenn wir seine Köpfe haben,
dann können wir den Tod quasi überwinden. Dann dürfen wir, auch wenn wir sterben, unseren Loot behalten, wenn wir dafür einen seiner Köpfe opfern. Na gut, aber jetzt sind wir im Kampf gestorben. Der Tod ist den Gefallenen nicht gnädig. Okay, Rückzug. Wir können auch leider nichts mehr bauen, dass wir uns noch neue Karten oder so anschauen. Naja. Gut. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt Schluss für heute. Bam. Cool. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Hat mich gefreut, dass ich euch das Spiel zeigen konnte. Das hat mich wirklich jetzt sehr begeistert, die letzten Tage, also gestern und heute eigentlich. Und ich hoffe, die Faszination ist auch ein bisschen bei euch angekommen. Oder zumindest könnt ihr das Spiel jetzt hoffentlich einschätzen und wisst jetzt, ob das auch was für euch ist oder vielleicht eher nicht. Und ich glaube, wenn man so Roguelikes mag und wenn man vielleicht auch diese Dark-Fantasy-Geschichte mag, dann ist das schon was sehr Cooles und sehr Unterhaltsames. Ich werde auf jeden Fall noch sehr viel Zeit in das Spiel stecken. Ob wir das in den Streams weiterspielen, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, aktuell sind so viele andere Projekte da, die beendet werden wollen. Da muss ich mal gucken, wie sich das von den Folgen her ausgeht. Aber für heute sage ich jetzt mal danke fürs Zusehen, danke für die Bits, für die Abos. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächsten Dienstag wahrscheinlich wieder um 18 Uhr. Falls sich was ändert, erfahrt ihr das wie immer auf Discord. Macht's gut. Bis dann. Ciao.